und das für eine zytologische Untersuchung dann zu verwenden. Wenn wir jetzt bei diesen Fällen eine histologische Biopsie nehmen wollten, müssten wir tatsächlich auf jeden Fall eine Narkose durchführen und würden ein größeres Gewebetrauma setzen. Also eigentlich faszinierend, dass man sowas dann innerhalb von 5 bis 10 Minuten möglicherweise schon ausdiagnostizieren kann, ohne dass das Tier in Narkose gelegt werden muss. Ein ganz, ganz großer Bereich, den ich Ihnen dann auch nachher in den praktischen Teilen näher bringen will, ist die Organzytologie. Das heißt also, fernab von Lymphknoten oder Haut sind wir auch in der Lage, im Bauchraum oder im Thorax zu einer Diagnose zu kommen. Zum Beispiel so eine Blase mit so einer Blasenwandproliferation, wo wir Schwierigkeiten haben, wirklich spezifisch sagen zu können, ist das jetzt ein Karzinom oder ist es eine proliferative Entzündung. Da können wir durchaus mit einer Feinnadelgewebeprobe in 99% der Fälle ohne Narkose eine Probe gewinnen und die dann zytologisch untersuchen. Und später wird es leicht sein für Sie zu erkennen, wenn Sie die Einführungen bekommen haben, dass es sich dann in diesem Fall um ein Blasenkarzinom handelt. Auch das ist ganz, ganz schnell machbar, verblüffenderweise innerhalb von wenigen Minuten mit Schnellfärbungen, ohne Narkose, ohne größeres Gewebetrauma. Also eigentlich faszinierend. Eine andere Lokalisation, jetzt sind wir weiter kaudal, hier wäre jetzt die Blase, hier befindet sich die Urethra. Die Urethra ist natürlich schon deutlich verbreitert. Die Textur ist nicht ganz sauber, aber wir können absolut nicht sagen, anhand der Ultraschalluntersuchung ist das jetzt ein benignes, reparatives Geschehen oder ein malignes Geschehen. Und auch hier könnten wir zum einen so eine Feinnadelgewebeprobe nehmen. Andererseits haben wir manchmal auch weiter distal Veränderungen, wo wir denken, es liegt ein urethrales Problem vor. Das sieht dann endoskopisch so aus, das heißt, man hat tatsächlich solche Vegetationen, die in das Lumen hineinreichen. Nur wie kommen wir da überhaupt dran? Und es gibt ganz, ganz faszinierende Tricks, wie wir eigentlich Proben gewinnen können, selbst bei solchen ganz, ganz schwer erreichbaren Arealen. In diesem Fall dann so eine Kathetersaugbiopsie. Man schiebt jetzt hier in diesem Fall eine Ernährungssonde in die Harnröhre rein und kann das dann unter Ultraschallkontrolle oder vielleicht auch nur, indem wir gleichzeitig rektal oft vom Mastdarm aus auf die Harnröhre den Finger legen. Und wir spüren dann, dass diese Sonde an diese Stelle herangeschoben wird, wo wir meinen, da könnte ein Tumor sein. Dann saugen wir an, machen also einen Unterdruck und zupfen einfach einen minimalen Gewebeverband aus der Harnröhre raus und können das dann zytologisch untersuchen. Das ist faszinierend, aber in vielen Fällen werden wir da zur Diagnose kommen. Sie haben vielleicht noch ein bisschen den Zweifel im Hinterkopf, viele Besitzer auch, verbreiten wir jetzt durch unsere Vorgehensweise einen tumorösen Prozess. Und da gibt es sehr, sehr große, gerade auch aus der Humanmedizin geschaffene Studien, die gezeigt haben, dass sie eigentlich durch solche Punktionen keine Metastasierung in Gang setzen können. Eine Metastasierung ist mehr als nur ein mechanisches Verbreitern von Zellen. Es ist in der Regel ein multifaktorieller Prozess, wo an verschiedenen Stellen im Körper Weichen gestellt sein müssen. Praktisch vorstellbar, Sie müssen den Zug von Köln nach Frankfurt bringen, da werden Sie auch sicherlich 30 bis 50 Weichen in irgendeine Position gestellt haben, dass der Zug in Frankfurt ankommt. Und so ähnlich muss man sich das bei einer Metastasierung auch vorstellen. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass man den Besitzern ruhigen Gewissens sagen kann, nein, das theoretische Risiko einer Metastasierung durch eine Punktion ist im Promillebereich. Und der Vorteil für uns als Kliniker, zu einer schnellen Diagnose zu kommen und dann vielleicht eine geeignete Therapie einzuleiten, ist um Millionen größer. Das kann man also gut sagen. Wir haben ein minimales Risiko für eine lokale Verbreiterung innerhalb unseres Stichkanals, zum Beispiel bei Hauttumoren sollte man das berücksichtigen, dass man die Feinnadelgewebeprobe, also die Punktion, so ansetzt, dass hinterher, wenn der Tumor reduziert wird, dieser Bereich des Stichkanals mit entfernt wird. Das ist aber auch nur ein sehr, sehr, sehr geringes Risiko. Also der Nutzen ist viel größer als der Schaden. Was sind jetzt die Unterschiede? Es gibt methodische Unterschiede zwischen der Zytologie und Histologie. Und diese methodischen Unterschiede bewirken auch, dass wir mit der Zytologie oft vielleicht nicht exakt die Diagnose des Histologen stellen können, sondern eine Arbeitsdiagnose. Aber eine Arbeitsdiagnose, die für uns richtungsweisend ist. Wir haben natürlich viel kleinere Biopsien. Je weniger Erfahrung wir bei der Punktion haben, desto größer das Risiko, dass vielleicht die Probe nicht repräsentativ ist für die zugrunde liegende Erkrankung. Wir untersuchen Einzelzellen, vielleicht kleine Verbände. Bei der Histologie haben wir natürlich den Vorteil, dass es ein größerer Zellverband ist. Wir können die Zellen in ihrer Anordnung, in der Gewebetextur,
die Interzellularsubstanz beurteilen und in der Histologie auch die Übergänge zum gesunden Nachbargewebe, was manchmal bei Hauttumoren zum Beispiel oder auch resezierten Strukturen im Abdomen wichtig ist. Hier sieht man nochmal den Unterschied. Das hier ist ein zytologisches Präparat aus der Leber. Hier handelt es sich um ein Leberzellkarzinom. Hier liegt auch wieder mehr eine Zelldiagnose vor. Wir beurteilen die Kerne, wir beurteilen das Zytoplasma. Während wir hier bei diesem Präparat eine Leberzirrhose bei einem Hund vorfinden, wo es viele Argumente gibt, die erklären, dass die Architektur des Lebergewebes komplett zerstört ist. Die normale Anordnung ist also eine Architekturdiagnose im Vergleich zu dieser reinen Zelldiagnose. Also solche Architekturdiagnosen können wir nur histologisch stellen. Da werden wir auch zytologisch nicht die Möglichkeit zum Beispiel haben, eine Zirrhose zu diagnostizieren. Es gibt also in jedem Organ bestimmte Dinge, die wir zytologisch nachweisen können, und es gibt andere Erkrankungen, die wir definitiv nicht zytologisch nachweisen können. Und das müssen wir wissen, dass wir genau wissen, was wir von der Zytologie verlangen können. Was wir diagnostizieren können, hängt leider auch sehr, sehr stark davon ab, wie wir die Proben gewinnen, zum einen, und wie wir sie verarbeiten. Darauf werden wir im weiteren Verlauf des Seminars nochmal sehr genau eingehen, weil das erstmal, naja, fast 60-70% der Aussagekraft einer Probe beeinflusst. Wir können in den einzelnen Organen sehr unterschiedlich gut nicht-neoplastische Veränderungen nachweisen. In dem Moment, in dem es sich um eine Diagnose handelt, wo die Gewebearchitektur beurteilt werden muss, ist es nicht möglich. Wir können natürlich eine eitrige Entzündung, eine eosinophile Entzündung feststellen. Wir können aber nicht sagen, inwiefern ist eigentlich die Struktur des Gewebes verändert. Das ist eine histologische Untersuchung. Wir können viele benigne Proliferationen diagnostizieren. Wir können viele, viele maligne Tumoren nachweisen. Das heißt, die Zytologie ist vor allem sehr, sehr gut zum Nachweis von Tumoren. Ich sagte Ihnen ja, es gibt Ursachen für fehlerhafte zytologische Diagnosen, und die werden sehr stark auch durch die Materialgewinnung begründet. Und da gibt es verschiedene Stufen, die werden wir später im Detail genau besprechen. Zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Feinnadelprobe nimmt, wenn man in ein Organ reinsticht, dass man viel zu lange oder zu stark aspiriert. Wenn wir so eine Leberfeinnadelbiopsie nehmen, dann gehen wir in den Prozess rein unter Ultraschallkontrolle. Wir haben meistens nur eine 3-5 Milliliter Spritze. Wir aspirieren vielleicht einen halben oder einen Milliliter, ganz kurz nur, bewegen die Nadel etwas. Das dauert vielleicht 3-4 Sekunden und dann gehen wir schon wieder raus. Viele machen den Fehler, sie saugen ganz massiv an. Sie wollen etwas in der Spritze sehen. In dem Moment, in dem sie etwas in der Spritze sehen, ist die Probe eigentlich schon verdorben, weil es dann zu einer zu starken Blutkontamination kommt und auch hinterher beim Ausspritzen der Probe zu einer zu starken Quetschung. Also im Idealfall sehen wir hier in der Spritze gar nichts, sondern wir haben das Material in der Kanüle und pusten es dann aus der Kanüle auf den Objektträger und werden dann auch nur eine kleine Probe haben. Also das ist oft nur ein kleiner Klecks. Die Qualität hängt nicht vom Volumen ab. Je weniger Blut, umso besser. Und als nächstes werden wir es dann möglichst so verbreitern, dass es danach schnell trocknen kann und dass es bei der Ausbreitung nicht gequetscht wird. Also zum Beispiel eine Methode mit einem zweiten Objektträger, den man drauflegt. Jetzt darf man aber hier nicht drücken, sondern man legt ihn nur einfach drauf und zieht dann die beiden Objektträger aneinander vorbei. Und dann wird man eine möglichst atraumatische Materialverteilung erreicht haben, und es ist so dünn geschichtet, dass man dann dass das Präparat dann sehr schnell lufttrocknen kann. Denn das ist die Art der Fixierung des Präparates. Und danach können wir eine Färbung ansetzen und können das dann gleich untersuchen. Erstaunlicherweise ist von hier bis hier so eine Variation drin, dass wir tatsächlich zum Beispiel in unserer Klinik auch beobachten, wenn ein Tierarzt neu in der Klinik beginnt, ist die Aussagekraft seiner Probe wahrscheinlich nur 20%. Das liegt gar nicht daran, dass der Zytologe das nicht richtig diagnostiziert, sondern es liegt wirklich an der Materialgewinnung. Und das steigt dann im Laufe der Zeit an bis auf 90%. Ja? Warum liegt man das Objektträger immer im 90-Grad-Winkel? Kann man machen, muss man nicht machen. Man kann es, das ist egal, 90-Grad-Winkel ist nicht entscheidend. Das ist eine Möglichkeit, es gibt auch andere. Sie können ihn auch längs einfach drüber legen. Wichtig ist vor allem, dass Sie keine starke Kraft aufwenden bei der Materialverbreitung. Also die ist ganz verblüffend. Die anfangen da reinzustechen, die Tierärzte, alle unheimlich motiviert, und da muss ich immer die enttäuschten Gesichter vertrösten, da leider nichts bei rausgekommen. Auch die Besitzer sind natürlich nicht begeistert, wenn man so eine Untersuchung macht und es kommt hinterher nichts bei raus.
weil man einfach kein repräsentatives Material gewonnen hat oder weil man es falsch bearbeitet hat hinterher. Also man unterschätzt das, was man da für Fehlermöglichkeiten hat, deswegen werden wir das nachher nochmal im Detail besprechen. Für uns als Kliniker ist es ganz oft so, dass wir zunächst gerade wenn es sich um Zytologie im inneren Bereich handelt, also Abdomen, Thorax, die Exfoliativzytologie einsetzen. Bei der Exfoliativzytologie untersuchen wir Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, zum Beispiel Pleural oder Ascites. Zugrunde liegt, dass solche Tumoren, vor allem maligne Tumoren, eine hohe Interaktion haben zwischen der Tumoroberfläche und der sie umgebenden Flüssigkeit. Das heißt, es kommt zu einem ständigen Austausch von Zellen in die Flüssigkeit rein und im Idealfall können wir die Körperflüssigkeit untersuchen und werden dann den Tumornachweis erbringen. Das ist natürlich eine sehr, sehr atraumatische Diagnosemethode. Wir haben hier zugrunde liegend Ascites, Pleuralergüsse, Urin, Liquor, Synovia, Bronchoalveolärlavage. Hier auch wieder die Probenverarbeitung ganz wichtig. Bei allen diesen Dingen werden wir in der Regel die Flüssigkeit, die wir gewonnen haben, möglichst sofort verarbeiten. Das heißt, die sollten wir zum Beispiel auch nicht, wenn wir sie jetzt im Labor untersuchen lassen wollen, unverarbeitet wegschicken, sondern man, jetzt als Beispiel Ascites Pleuralergus, man zentrifugiert das Material bei einer niedrigen Umdrehungszahl, 5 Minuten, 1500 Umdrehungen pro Minute ungefähr, und wird dann das Sediment direkt ausstreichen, Luft trocknen lassen und kann es dann, wenn man es selber untersuchen wird, selber färben oder ansonsten lässt man es dann vom Labor färben. Wichtig ist, dass Sie eben diese Fixierung sofort vornehmen, weil die Zellen, auch die Tumorzellen in diesen Flüssigkeiten, wenn sie längere Zeit haben, eine, sagen wir mal, Agonie durchleben, die Zellen sterben ab. Und im Rahmen dieses langsamen Absterbens kriegen Sie unheimlich starke Veränderungen, die uns dann fehlleiten könnten, dass sich ein Tumor handelt oder dass wir sie überhaupt nicht mehr untersuchen können. Das heißt, wir müssen sie sofort nach der Untersuchung verarbeiten. Da steckt also schon mal sehr viel drin. Entweder mit Zentrifugation oder auch Direktausstrich, dünn ausstreichen, schnell trocknen lassen und dann ist das Präparat auf Dauer erstmal fixiert. Auch bei Urin ist es so, Sie sollten einen frischen Urin haben, zum Beispiel jetzt, wenn Sie einen Blasentumor vermuten, nicht den Morgenurin nehmen. Der Hund hat die ganze Nacht dicht gehalten, es hat sich sehr viel Urin angesammelt. Tumorzellen, die jetzt vielleicht am frühen Abend in den Urin übergegangen sind, haben einen ziemlich langen Kampf, sie haben nicht mehr genug Nährstoffe erhalten, es kommt zu Zellveränderungen und dann können Sie die Probe möglicherweise nicht so gut untersuchen. Den Urin nicht lange stehen lassen, zentrifugieren, Sediment ausstreichen, trocknen lassen und es ist fixiert. Dann passieren keine Zellveränderungen mehr. Auch Liquor muss sofort verarbeitet werden, möglichst im Idealfall für eine Zelluntersuchung, entweder direkt ausstreichen. Entweder ein Direktausstrich oder eben so ein Zentrifugationsverfahren. Synovia ist was, was wir oft auch untersuchen. Auch das möglichst nach der Punktion direkt dünn ausstreichen. Bronchoalveolarlavage, auch hier im Idealfall 1000 Umdrehungen pro Minute, ein paar Minuten und ausstreichen. Ganz wichtig. Das ist ein gutes Beispiel. Dass Sie sehen, das ist eine Patientin, eine Katze mit einem Pleuralerguss. Vom Röntgenbild her sieht man außer diesem Pleuralerguss auch solche, naja, so etwas fleckigen Infiltrate im Lungenparenchym, größere und kleinere knotige Strukturen. Schwierig, da jetzt eine Tumordiagnose zu stellen. Man könnte ein CT machen, man könnte eine Röntgenuntersuchung in anderen Ebenen machen. Es wäre auch denkbar, dass man zum Beispiel zumindest in den Arealen, wo Flüssigkeit vorliegt, eine Sonographie durchführt, um Nährstrukturen zu erkennen. Wenn aber diese Knotenstrukturen, die wir ja schon hier im Röntgen vermuten, nicht größer sind, dann werden wir weder mit dem CT noch mit dem Ultraschall vielleicht eine eindeutige Diagnose stellen. Wir sehen auch da nur Herdveränderungen. Das heißt, wir brauchen eine Gewebeuntersuchung, um nun exakter festzustellen, ob diese nodulären Veränderungen neoplastischer Struktur sind oder, was ja differenzialdiagnostisch auch möglich ist, zum Beispiel chronisch entzündlich. Gerade bei Katzen mit eosinophilen Bronchitiden haben wir ganz oft auch noduläre Dichten im Thorax und es muss sich absolut nicht um Tumor handeln. Der erste und eleganteste Schritt ist jetzt, dass man ein bisschen von dieser Pleuralflüssigkeit absaugt, da brauchen Sie kein großes Volumen, mit 5 Milliliter Spritze, 3-4 Milliliter abziehen
und werden das dann direkt ausstreichen, trocknen lassen, mit einer Schnellfärbung dann ansehen und als zweites ebenso eine Zentrifugation durchführen. In diesem Fall handelte es sich dann zugrunde liegend um Bronchialkarzinom. Das Bronchialkarzinom war in der Zytologie von der Pleuralflüssigkeit dann leicht erkennbar. Ich sagte Ihnen ja eben auch, im Urogenitaltrakt machen wir das. Wir untersuchen Urin, um Tumordiagnosen zu stellen. Hier in diesem Fall haben wir jetzt so ein Übergangsepithel. Hier sehen wir Bakterien zwischen den Epithelien. Ich zeige Ihnen mal den Unterschied. Das war also eine reparative Veränderung und hier haben wir jetzt mal eine neoplastische Veränderung, auch durch so eine Exfoliativzytologie nachgewiesen. Die Zellen werden plötzlich, die haben ein anderes Kern-Plasma-Verhältnis. Die Kerne, wenn Sie sich mal den Kern angucken, und jetzt gehen wir mal rüber, Sie sehen, diese Kerne haben viel blauere Strukturen, DNA- und RNA-Gehalt ist höher, das Chromatin ist viel scholliger, all diese Dinge werden wir später nochmal ganz genau uns angucken, um damit Sie auch selber in der Lage sind, da tatsächlich schon mal eine Tumordiagnose zu stellen. Das war also in der Exfoliativzytologie leicht. Bei Aszites ist für uns oft auch wichtig zu erkennen, ob eine Entzündung vorliegt und vor allem, ob es sich um eine septische Entzündung handelt. Eine septische Entzündung wäre eine, wo wir Bakterien phagozytiert im Zytoplasma vorfinden, so wie bei diesen septisch degenerierten neutrophilen Granulozyten. Diese hier ist ganz klassisch. Das ist für uns dann eine Indikation, basierend auf der Zytologie, bei den Patienten eine diagnostische Laparotomie durchzuführen, denn dieses Tier hat ja in diesem Moment eine septische Peritonitis. Und das ist ganz, ganz oft für uns der entscheidende Schritt bei einem Patienten, vielleicht mit akutem Abdomen plus Aszites, zu entscheiden, wir machen jetzt eine diagnostische Laparotomie, ja oder nein. Ganz wichtig, und es ist eine 2-Minuten-Diagnose, wenn Sie das trainieren. Wiederum ist die Zytologie extrem einfach. Jetzt wollen wir mal diese Flüssigkeiten nochmal vergleichen und beurteilen mal oder vergleichen mal die Aussagekraft dieser zytologischen Diagnostik für den Nachweis von Entzündungen und Tumoren. Die erste Zahl ist immer der Prozentwert bei der Entzündung und da sieht man schon, wenn man das sich hier anschaut, dass wir eigentlich in all diesen Arealen mit der Zytologie sehr, sehr sensitiv die Entzündung nachweisen können. Das heißt, auch zum Beispiel hier beim Liquor, wir können viele Formen von Meningitis, Enzephalitis durch Liquoruntersuchungen nachweisen. Auch hier bei der Synovia oder auch hier viele Formen von Bronchitiden werden wir durch Bronchoalveolar-Lavage-Untersuchungen nachweisen. Ich mache selber extrem viele Endoskopien und das reine Betrachten der Bronchien sagt uns noch gar nichts aus. Es kann extrem rot sein, es kann sehr viel Sekret drin sein, aber das Sekret kann völlig azellulär sein, es kann nur Mucus sein. Oder es kann eine septische Entzündung darin verborgen liegen. Das werden Sie durch das Betrachten nicht unterscheiden können. Sie brauchen hier unbedingt die Zytologie. Somit rundet sich unsere Diagnose dann am Ende ab. Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist ja das Faszinierende. 5 Minuten mehr und Sie haben eigentlich die Diagnose. Vorher haben Sie nur Vermutungen. Und jetzt die Unterschiede bei den Neoplasien. Und da sehen Sie im Aszites Pleuralergüssen 60% noch Sensitivität für den Tumornachweis. Das heißt, wir haben schon 40 von 100 Patienten, wo ein Tumor im Abdomen vorliegt, wir ihn aber nicht durch den Aszites oder Pleuralergus detektieren können. Woran liegt das? Das liegt zum Beispiel daran, dass die Tumoren unterschiedlich stark Zellen abgeben in den Erguss. Teilweise halten sie die Zellen auch fest und geben sie nicht in die umgebende Flüssigkeit ab. Oder, wie hier beim Gehirn, teilweise haben die Tumoren auch keinen Kontakt zur Flüssigkeit, keinen direkten Kontakt. Viele Blastome, Gliome werden wir nicht in der im Liquor finden. Viele Lymphome exfolieren sehr stark, viele ZNS-Lymphome, die werden wir im Liquor feststellen können. Das heißt, und so erklären sich diese Unterschiede. Die Sensitivität nimmt immer mehr ab. Hier Abdomen, Pleuralerguss finde ich 60% noch recht ordentlich. Gerade auch Lungentumoren, die wir auf diese Art und vielleicht nur auf diese Art nachweisen können, weil der nächste Schritt wäre die Lungenbiopsie. Aber wenn wir dann weitergehen, Urin, das heißt, hier haben wir nur noch 30% Sensitivität. Das heißt, wenn wir den Tumor nicht im Urin nachweisen, schließt es den Tumor nicht aus. Es ist im positiven Fall sehr spezifisch, im negativen Fall ist es aber kein Ausschlusskriterium.
Liquo hatte ich schon erwähnt und Synovia wird es dann ganz frustrierend und auch bronchoalveolar Lavage. Wie kommt es denn jetzt, dass wir zum Beispiel bei dieser Katze, wenn wir die Bronchien kopiert hätten, den Tumor nur mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit festgestellt hätten? Das liegt daran, dass diese Lungentumoren bei Hunden und Katzen fast nie eine endobronchiale Beteiligung haben. Sie sitzen intra- oder peribronchial oder interstitiell, aber sie brechen nicht im Gegensatz zum Menschen ins Bronchiosystem ein. Und deshalb werden wir auch in dieser Lavage nie diese Tumorzellen finden, weil es überhaupt nicht zu einem Austausch zwischen Tumoroberfläche und Flüssigkeit kommt. Das ist natürlich extrem wichtig, dass wir das wissen, dass wir den Besitzern sagen, ja, wir können verschiedene Formen von Entzündungen bei der Tracheobronchoskopie detektieren, aber wir werden den Tumor nicht feststellen können. Das müssen die Besitzer wissen und das müssen wir wissen, was wir überhaupt von der Untersuchungsmethode erwarten können. Das ist wahnsinnig wichtig. Und aus diesen methodischen Aspekten heraus ergibt sich für uns dann auch ein schrittweises diagnostisches Vorgehen. Zunächst die wenig invasiven Methoden, Exfoliativzytologie. Jetzt haben wir vielleicht im Urin als Beispiel den Tumor nicht erkannt oder meinetwegen auch in Pleuralflüssigkeit den Lungentumor nicht erkannt, dann könnten wir eventuell eine Feinnadelbiopsie direkt durchführen. Jetzt werden wir wieder nur eine Sensitivität von vielleicht 70-80% haben. Das heißt, es gibt dann immer noch Fälle, wo wir den Tumor nicht nachgewiesen haben, wir haben aber einen Verdachtsmoment und müssen einen Schritt weitergehen. Nächster Schritt im Thorax wird schon schwieriger. Im Thorax wäre es jetzt vielleicht eine Thorakoskopie. Man würde thorakoskopische Biopsien nehmen oder im unglücklichsten Fall eine Thorakotomie. Das ist natürlich schon deutlich invasiver und das Narkoserisiko steigt jetzt massiv an. Oder alternativ dazu eine weiterführende Bildgebung. Vielleicht eine Computertomographie, vielleicht eine Kernspintomographie. Aber da sind wir natürlich auch kostenmäßig schon in einem ganz anderen Rahmen als unsere einfache Exfoliativzytologie am Anfang. Also das sind alles stufenweise Dinge und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich den Besitzern das auch sage und die Besitzer über diese Stufen auch aufkläre. Die wissen dann ganz genau, ah, okay, wir gucken jetzt erst die Flüssigkeit an. Als nächsten Schritt würden die wahrscheinlich das Organ versuchen zu punktieren. Indem ich den Besitzern diese Kaskade vorher schon erkläre, sind die eigentlich schon auf den nächsten Schritt programmiert. Das macht es mir leichter, dass ich dann auch weiterkomme mit den Leuten. Ich selber habe die Erfahrung, dass ich eben viel weiterkomme, indem ich den Besitzern schon von vornherein sage, was eigentlich so ungefähr die Sensitivitäten sind und was meine diagnostischen Schritte sind. Dann machen die alles mit. Das ist verblüffend. Während wenn man sagt, ja, wir punktieren das jetzt und dann schauen wir mal, dann erwarten die schon alles von dieser einen Untersuchungsmethode, dann kommt nichts bei raus, wir haben wahnsinnige Erklärungsnot und wir kriegen sie fast gar nicht mehr dazu, den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen kann ich nur empfehlen, den Leuten eigentlich diese Steps vorher schon zu erklären und sie zu programmieren. Nun, wo kann ich Zytologie überall anwenden? Hier gibt es, natürlich können wir es überall einsetzen, aber nicht überall gleich gut. Es gibt methodische Einschränkungen. Das ist eine Studie, die wir mal in Utrecht gemacht haben, wo wir einfach mal geguckt haben, wie wird denn überhaupt Zytologie eingesetzt. Das waren Zusendungen. Wir haben da zytologische Präparate auch von anderen Praxen bekommen. Sie sehen ganz oft bei Haut-, Lymphknotenprozessen und da funktioniert es auch sensationell gut. Oft auch natürlich Flüssigkeiten oder auch Parenchyme, die punktiert werden, Leber, Milz, Prostata. Das werden wir alles noch im Rahmen des Seminars mal ansprechen. Funktioniert super. Milchdrüse ist frustrierend, wird unheimlich oft punktiert. Ich denke, Erik Teske wird nachher auch nochmal darauf eingehen. Wir haben viele, viele methodische Einschränkungen, die uns extreme Probleme bereiten, zu sagen, es liegt ein Mammakarzinom vor, ja oder nein. Aus unserer Sicht eher ungeeignet, da eine Zytologie durchzuführen. Wir werden das nochmal später genau beschreiben. Nun, wie können wir Tumoren nachweisen in den Organsystemen? Sie sehen, in vielen von diesen Fragestellungen, die ich gerade genannt habe, funktioniert es sehr gut. 3+ ist schon die maximale Aussagekraft. Wir werden mit einer sehr, sehr hohen Sensitivität alle möglichen malignen Neoplasien nachweisen können. Das ist ein Beispiel, was Sie in Ihrer Praxis ganz sicher auch oft haben. Hunde mit solchen abdominalen Massen. Und man sollte ja meinen, bei so einer Riesenmasse muss es doch total einfach sein, jetzt auch den Tumor nachzuweisen. Und es ist genau umgekehrt. Bei solchen riesigen Massen ist es oft viel schwieriger, den Tumor nachzuweisen. Vielleicht ist das auch noch so ein kavernöses Gebilde. In diesem Fall eine Milzmasse, eine kavernöse Milzmasse. Sie wissen, die Chance, dass es sich um Hemangiosarkom und einen biologisch sehr aggressiven, mit schlechter Prognose assoziierten Tumor handelt, ist sehr groß.
Und viele Besitzer würden, wenn sie wüssten, dass es ein Hemangiosarkom ist, nicht mehr mitmachen. Sie wissen, gerade wenn Aszites vorliegt, haben wir häufig nur eine mediane Überlebenszeit, selbst mit einer Splenektomie von vielleicht einem Monat. Das ist natürlich total frustrierend für alle Beteiligten. Das Verheerende an der Sache ist, dass es sehr, sehr schwer sein kann, gerade bei so einer riesigen Masse überhaupt, das Areal herauszufinden, wo der maligne Tumor sitzt. Es kann sein, dass hier ein Hemangiosarkom ist, und hier ist vielleicht nur eine Entzündung und hier ist vielleicht nur ein Blutungsareal. Wenn Sie jetzt mit Ihrer kleinen Nadel hier reingehen und dann den Tumor, keinen Tumor nachweisen und sagen, es ist gutartig, dann wird splenektomiert und da am Ende kommt ein Hemangiosarkom raus, dann haben Sie schlechte Karten. Die haben den falsch aufgeklärt. Das heißt, die Chance, gerade bei solchen großen kavernösen abdominalen Umfangsvermehrungen, dass Sie zu einer Fehldiagnose kommen, ist riesig groß. Wir machen das hier gar nicht, weil uns das einfach zu groß ist und wir hinterher die Diskussion mit den Leuten haben. Weil es ist so eine Masse und sie ist so heterogen, je größer, umso schwieriger eigentlich zu sagen, im negativen Fall, maligner Prozess ist ausgeschlossen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe sogar schon einen Rechtsstreit gehabt wegen so einer Sache. Also dann, ja? Eine Frage, wie das mit kleiner Masse ist, sagen wir jetzt Ultraschallkontrolle, alter, großer Bumm, 2 cm Masse, ein bisschen heterogen Aufbau, ist es da bei 2 cm in der Milz, oder? Ich würde es schon durchaus machen bei fokalen Veränderungen in der Milz. Sie müssen aber bei den fokalen, Sie haben natürlich bei dieser Größe auch noch eine ganz gute Chance, dass Sie eine sensitive und spezifische Diagnose stellen. Ich würde trotzdem den Leuten immer sagen, im positiven Fall beweisend, im negativen Fall bleibt es ein bisschen offen. Bei solchen Dingen wird es natürlich noch problematisch, weil die auch noch eine wahnsinnige Blutungsneigung haben. Oftmals sind das ja große, blutgefüllte Hohlräume. Da würde ich zum Beispiel nie reinstechen. Aber ich würde das schon bei 2 cm durchaus punktieren. Gut, also damit sehen wir die Einschränkungen. Zum Beispiel sehr heterogene Neoplasien, große heterogene Tumoren, die uns da Probleme machen. Aber es gibt noch andere, auf die wir später noch eingehen. Teilweise gibt es auch bei den Sarkomen und bei den epithelialen Tumoren Einschränkungen, die methodisch bedingt sind. Das werden wir im Laufe dieses Kurses noch näher kennenlernen. Nun bei Hauttumoren, das ist der Fall von eben, da haben wir ja oft irgendwo eine falsche Philosophie bei unserer Vorgehensweise. Das Erste, was oft gesagt wird, man fühlt doch, dass es gutartig ist. Ja, man fühlt es. Es fühlt sich an wie ein Lipom oder es lässt sich verschieben. Lösen Sie sich von diesen Illusionen, weil die sind komplett falsch. Sie fühlen niemals, ob ein Hauttumor gut oder bösartig ist. Es gibt tausende von Gegenbeispielen und es gibt nichts Blöderes, als dass Sie hier jetzt tasten und sagen, oh ja, ist gutartig, und dann geht der zum Nachbarkollegen, der hatte gerade einen Zytokurs und hat reinpunktiert und es ist ein Mastzelltumor. Sie können sich nicht ein größeres Eigentor schießen, ne, finde ich. Deshalb nutzen Sie das, dass Sie so eine minimalinvasive Methode haben und punktieren Sie es und bitte bei Lipomkonsistenz, es kann genauso gut ein Mastzelltumor sein oder ein Sarkom sein in der Haut. Verlassen Sie sich nicht auf diese grobsinnlichen Eigenschaften, ja? Zumindest jetzt nicht im Rahmen der Tumordiagnostik. Vielleicht, wenn Sie kochen, aber nicht in der Tumordiagnostik. Wenn es größer wird, kann ich es ja noch rausnehmen. Nein, das ist eben nicht so. In vielen Fällen metastasieren die Tumoren oder die Tumoren brauchen eigentlich sehr große Resektionsgrenzen von vielleicht 3 cm in alle Richtungen und das Warten schadet hier. Sie müssen es sofort untersuchen. Wenn es klein ist, untersuchen Sie es und gehen Sie dann gezielt vor. Und das Dritte haben wir ja schon ausdiskutiert. Nein, wir führen keine Metastasierung herbei durch unsere Punktion. Das heißt, gerade bei Hauttumoren ist das sehr, sehr wichtig. Wichtige präoperative Entscheidungshilfe. Wir können festlegen, was hinterher für Resektionsgrenzen nötig sind. Wir können auch unterscheiden, ist es ein Tumor, den wir überhaupt chirurgisch angehen oder vielleicht sogar einer, der komplett ungeeignet ist für eine Resektion, wo wir eher eine Chemotherapie oder Bestrahlung überlegen sollten. Also ganz wichtig. Und jetzt haben wir hier mal 2 Statistiken auch von zytologischen Diagnosen. Das war eine von Kopf und Rumpf bei der Katze. Und viele von den Tumoren, die wir dann nachweisen und auch die Verteilung dieser Tumoren ist schon sehr, sehr ähnlich zu histologischen Statistiken. Es gibt aber auch Arbeitsdiagnosen, wo wir ein bisschen vorsichtig sein müssen. Das eine ist Fettlipom. Das sollte man natürlich immer auch berücksichtigen. Fettgewebe kann auch mal zum Beispiel in der Umgebung des Tumors sein. Vielleicht haben wir nicht repräsentativ bioptiert. Da muss man ein bisschen offen bleiben für. Oder 2. Arbeitsdiagnose, die wir manchmal in der Zytologie stellen, mesenchymale Proliferation. Das ist eigentlich eine fibroblastäre Proliferation. Wir sehen Fibroblasten
Wir sehen auch Entzündungszellen. Dahinter kann sich verbergen Sarkom oder chronische reparative Entzündung. Natürlich haben die beiden Diagnosen völlig andere Vorgehensweise. Manchmal haben wir also mit der Zytologie solche Arbeitsdiagnosen und dann können wir sagen, wir behandeln es erstmal wie eine Entzündung, aber es sind diese Zellen drin gewesen, vielleicht müssen wir es in 2 oder 3 Wochen nachpunktieren, beziehungsweise müssen es doch rausnehmen. Also, es ist auch irgendwo eine Warnung, dass Sie das nicht immer so schwarz-weiß sehen müssen. Sie müssen die Grenzen dieser Diagnostik kennenlernen, damit Sie bei Ihren Patienten sicher vorgehen können. Nun, wie gehen wir bei solchen Hauttumoren jetzt vor? Wir machen zunächst eine Feinnadelbiopsie. Vielleicht kommen wir ja schon zu einer Diagnose. Und ich sagte Ihnen ja schon, Fettgewebe ist was, manchmal ein Grund, nochmal nachzupunktieren. Manchmal sind die Proben auch total blutig. Und Sie kommen rein und es ist Blut. Und jetzt die zytologische Diagnose, die Sie bekommen, oder das, was Sie selber sagen, nur Blutzellen. Nehmen Sie das sehr, sehr ernst. Meistens verbergen sich dahinter auch maligne Hauttumoren. Maligne Hauttumoren mit einer größeren Vaskularisation oder Hauttumoren, die vielleicht wirklich vom Blutgefäßsystem direkt ausgehen. Also Blut ist immer ein Warnzeichen. Manchmal macht es dann Sinn, sowas sonografisch kontrolliert zu machen. Das heißt, Sie macht einen wahnsinnigen Eindruck bei den Leuten, halten Sie mal einen Ultraschallkopf auf eine Hautproliferation drauf. Wenn Sie eine Sonde haben, die oberhalb von 7,5 MHz arbeitet, kriegen Sie eine tolle Auflösung hin und Sie sehen dann, ob da vielleicht flüssigkeitsgefüllte Hohlräume sind und ob da noch zusätzlich solides Gewebe besteht und können dann vielleicht sogar auch gezielt punktieren. Sowas müssen wir wahnsinnig ernst nehmen, solche Hautproliferationen oder Unterhautproliferationen. Von der Haut nun weg zu den inneren Organen. Auch in den inneren Organen, wie ich Ihnen schon sagte, ist es eine ganz, ganz tolle Untersuchungsmethode. Ein bisschen schwieriger als bei der Haut. Wir sollten hier unbedingt klinische Daten berücksichtigen, auch die Laboruntersuchungen und die bildgebenden Befunde. Im Idealfall ist alles in einer Hand. Wir haben den Patienten, wir haben die Klinik, wir haben das Labor, wir haben die Sonografie und jetzt punktieren wir das innere Organ und im Idealfall sind Sie dann so trainiert, dass Sie eine ganze Menge Untersuchungen auch selber durchführen können und vielleicht gar nicht mehr alles wegschicken müssen. Oder Sie untersuchen selber und schicken es weg und lernen auf die Art und Weise weiter. Denn diese Lernkurve ist wahnsinnig wichtig. Und ich komme deshalb so gerne dahin, weil ich selber auch sehr, sehr, sehr viel Ultraschalluntersuchungen mache und ich werde aus meiner Erfahrung trotzdem nie schlauer. Ich werde immer vorsichtiger eigentlich. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele. Sie können jetzt jeweils immer raten. Hier ist jetzt, es ist natürlich sehr suggestiv schon gefragt. Einer ist gutartig, einer ist bösartig. Sie werden ja jetzt schon extrem sensibilisiert sein, worauf ich hinaus will. Ja, es ist tatsächlich so. Hier hätten Sie vielleicht gesagt, das ist eine maligne Neoplasie, den müssen wir einschläfern. Und hier würden Sie sagen, naja, alles in Ordnung, geben Sie dem mal ein Mariendistelpräparat, dann ist schon alles wieder gut. Es war aber genau umgekehrt. Bei dem Patienten lag ein Karzinom vor, und bei dem Patienten ist zwar absolut gutartiges Gewebe. Ich kenne nicht wenige Tiere, die ich schon hatte bei uns in der Klinik, wo tatsächlich solche Euthanasieempfehlungen erfolgten und die Leute wollten dann doch nochmal eine zweite Meinung haben und dann haben wir da eine Biopsie gemacht. Und also ein größeres Eigentor kann man sich nicht schießen, dass man aufgrund seiner Sonografie sagt, das ist ein maligner Prozess, der Hund hat vielleicht noch eine Woche und dann geht er wiederum zum Nachbarkollegen und da können Sie sich fast nicht mehr erholen in Ihrer Praxis. Ne? Also seien Sie vorsichtig mit diesen Ultraschalldiagnosen, ja, egal ob Sie jetzt Sonografie 1, 2, 3, 4 oder 5 belegt haben. Das macht nichts. Ne? Man lernt das ganze Leben. Seien Sie vorsichtig. Auch hier sieht doch grauselig aus. Ne? Das sind ja wirklich ausgesprochene, ausgestanzte hypoechogene Läsionen und das Parenchym zwischen den Läsionen ist auch sehr unregelmäßig. Und diese Leber im Parenchym sieht ja traumhaft aus. Ne? Die ist fast schon zu schön. Ne? Ist ein bisschen milzähnlich. Ne? Gerade wenn das Lebergewebe so Richtung Milz geht, Vorsicht. Schauen Sie mal. Das war ein malignes Lymphom und zwar ein sehr hoher Infiltrationsgrad. Und der hier, dem waren schon nur noch Tage angekündigt, der lebt ja seit Jahren immer noch mit seiner Leberfibrose. Also nehmen Sie, bitte, ja, natürlich machen Sie das Ultraschall, aber sehen Sie das vorsichtig. Verlassen Sie sich nicht mit Ihren Diagnosen aufs Ultraschall. Nehmen Sie, gerade wenn es den Tieren nicht so gut geht, Gewebeproben. Das ist natürlich hier schon im Röntgen eine Masse, die wir hier im Ultraschall jetzt auch sehen. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Ursachen, die zu so einem Wandschichtungsverlust am Darm führen. Sie sehen, das ist eine Darmschlinge im Querdurchmesser. Wir haben hier diese 5 Schichtungen nicht mehr der Darmwand.
Der Verdacht vom Ultraschall ist sehr, sehr groß, dass es sich um einen Darmtumor handelt. Es gibt aber sehr unterschiedliche Prognosen bei diesen Darmtumoren. Egal, ob es jetzt ein kleinzelliges Lymphom ist, ein großzelliges Lymphom, ein Mastzelltumor, ein Adenokarzinom. Und ich habe immer wieder sogar auch Fälle, wo selbst sowas, was in vielen Ultraschallkursen zu 100% als malignes Lymphom interpretiert wird, benigne ist. Zum Beispiel Lymphangiektasien, die sich so massenartig verändern können, können so aussehen. Also, es ist so easy, so eine Feinnadelbiopsie vom Darm an der Stelle zu nehmen. Da brauchen Sie weder die Katze noch den Hund für eine Narkose zu legen. In Rückenlage, Ultraschallkontrolle, dann gehen Sie da mit einer gelben, braunen Kanüle ran und versehen halt da mal unter Ultraschallkontrolle, dass Sie hier in der Darmwand landen, aspirieren leicht, 1-2 Sekunden und gehen wieder raus. In 80% der Fälle werden Sie eine exakte Diagnose mit der Zytologie stellen. Und dann ist es abgerundet und wir wissen, was das Tier hat. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension, die sich Ihnen eröffnet, wenn Sie nicht hier bei der Sonographie aufhören, sondern noch einen Schritt weitergehen. Und ich habe genauso Tagespatienten wie Sie. Es macht irrsinnig Spaß, die Leute einfach auch noch ein Stück weiter aufzuklären und wirklich im Sinne der Tiere eine Enddiagnose zu stellen. Oder auch hier. Ja, ich weiß, es ist oft ein malignes Lymphom. Das ist dieser hypoechogene Randsaum. Subkapsulär befindet sich hier so ein nekrotisches Gewebe plus vielleicht Tumorgewebe. Aber es ist total einfach, hier tangential eine Feinnadelbiopsie zu machen, beim wachen Tier. Kein Problem, auch bei Katzen nicht. Ich werde vielleicht 1 von 10 Katzen sedieren müssen für diesen Eingriff. Das geht so schnell, Sie müssen nicht Stunden da rumstochern. Das ist eine Sache von 10 Sekunden, dann haben Sie da eine Probe genommen. Also das kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Das ist eine unheimliche Welt, die sich da auftut. Ich will Ihnen auch damit sagen, Zytologie ist nicht Hauttumor. Zytologie ist das ganze Abdomen und der ganze Thorax noch dazu. Sie können in allen Arealen mit der Zytologie Diagnosen stellen. Also, wir nutzen das aus. Wir haben natürlich unsere Lernkurve. Wir benutzen die Minimalinvasivität. Wir versuchen, so gut es geht, zu antizipieren mit der Zytologie. Das heißt, wir haben vorher ja schon Untersuchungen gemacht und die Zytologie ist jetzt nicht 100%, sondern die Zytologie sind vielleicht die verbleibenden 30%, die sich auf den anderen Untersuchungen draufsetzt. Und je höher Ihre Antizipation ist, ist das gleiche Phänomen wie bei normalen Laboruntersuchungen, umso aussagekräftiger ist hinterher auch Ihre zytologische Diagnose. Sie müssen berücksichtigen, Sie werden selber eine Lernkurve haben müssen bei der Materialgewinnung. Da sollte man auch immer wieder kritisch bleiben und sagen, was habe ich falsch gemacht, wieso kommt jetzt da wieder nichts Repräsentatives raus. Und wenn Sie dann, und das will ich Ihnen ja auch nur anraten, selber die Proben ansehen, schauen Sie sich immer selber die Proben an und schicken Sie ein paar Proben weg. Dann kriegen Sie ein Feedback und haben eine eigene Lernkurve für die Zytologie. Innerhalb von ein paar Jahren werden Sie sich da wahnsinnig weiterentwickeln und es ist wirklich purer Spaß, machen Sie das. Und dann werden Sie hinterher eigentlich Ihre eigene Diagnostik wunderbar abrunden können. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Gut, damit wären wir zunächst am Ende. Vielen Dank. Oh. Wo bist du? Morgen. Der Christian hat es ja schon angesprochen und ich möchte es hier noch weiter vertiefen, dass die Entnahme der Probe und die Technik der Entnahme der Probe mit ganz entscheidend ist für das, was Sie nachher auf Ihrem Objektträger haben bzw. unter dem Mikroskop sehen. Und es ist wirklich so, dass ja vielleicht fast die meisten Fehler eigentlich bei der Entnahme gemacht werden und es deshalb so fundamental wichtig ist, dass wir an unserer Entnahmetechnik feilen, um ein bestmögliches Ergebnis nachher zu haben.
Selbst wenn Sie sich nach diesem Kurs entscheiden sollten, weiterhin alle Zytologie wegzuschicken zu einem Pathologen, und ich möchte Sie eigentlich ermutigen, das zwar weiterhin zu tun, weil wir haben hier einen Anfängerkurs, das heißt, Sie dürfen nicht erwarten, dass Sie jetzt nach 2 Tagen hier rausgehen und sagen, jetzt brauche ich keinen Pathologen mehr, der mir da zur Hilfe geht, sondern im Gegenteil, nutzen Sie sich die Möglichkeit, zytologische Proben einzuschicken, um sich selbst zu kontrollieren und um einfach autodidaktisch weiter zu lernen. Das heißt, Sie gucken sich Ihre Probe an, Sie stellen Ihre Diagnose und schicken ein weiteres Set an Proben an Ihren Pathologen und schauen, was der zurückschickt. Und Sie werden sehen, dass über die Zeit das immer kongruenter ist. Und Sie werden ebenfalls sehen, dass relativ schnell einige Sachen Sie gar nicht mehr einschicken müssen, einfach weil Sie sie zweifelsfrei diagnostizieren können. Kriegen Sie vom Pathologen auch nichts anderes zurück. Und dass der Anteil, wo Sie noch sozusagen den Pathologen zur Hilfe brauchen, immer geringer wird. Definitiv möchten wir, dass am Ende dieses Kurses kein Mastzelltumor mehr übersehen wird. Das heißt, dass jeder, der hier rausgeht, also den klassischen weichen Unterhauttumor sinnvoll abarbeiten kann. Ne? Bei einigen schwierigeren Dingen wie Organzytologie werden Sie mit Sicherheit noch längerfristig Kollegen aus der Pathologie brauchen, die Ihnen helfen. So. Trotzdem, wenn Sie diesen Weg beschreiten, ist es natürlich wichtig, dass das, was Sie dem Pathologen schicken, auch sinnvoll verwertbar ist. Und jeder hat die Frustration schon mitgemacht, dass man einen Befund zurückkriegt, da steht drauf, naja, vielleicht auch nicht und überhaupt, und eigentlich ist die Probe voller Artefakte und so richtig eine Aussage kann man nicht treffen und eigentlich ist es nur Blut. So, und dann haben sie 25 Euro ausgegeben für eine Diagnose, dass sie halt einen Blutausstrich eingeschickt haben. Das ist ein bisschen frustrant, ne? Dann müssen sie den Besitzer anrufen und sagen, also das Blut scheint in Ordnung zu sein, aber wir müssen einfach alles nochmal machen und das ist natürlich nicht besonders erquicklich. Also sprich, sofort zu überprüfen, zumindest habe ich auf meinem Objektträger Zellen drauf, die anders aussehen als Blutzellen. Und sind diese Zellen in ihrem Erhaltungszustand so, dass man was damit anfangen kann? Das ist sicherlich eine weitere Zielsetzung unseres Kurses hier. Ja, dass man wirklich mit an seiner weiß, welche Qualität an Ausstrich muss ich produzieren, damit mir jemand überhaupt zur Hand gehen kann. Und deshalb ist es so fundamental wichtig, dass Sie lernen, die Qualität des Ausstrichs zu überprüfen und zu gucken, welche Zellen, die hier auf meinem Objektträger sind, sind überhaupt tauglich für die Diagnose. So. Daher ein paar Tipps und Tricks, wie ich meinen Ausstrichtechnik so weit verbessern kann, dass eben was Brauchbares rauskommt nachher. Zunächst einmal, der Christian hat schon angesprochen, gibt es natürlich nach wie vor und vielleicht sogar fast in zunehmendem Maße kritische Besitzer, die jede Art von Manipulation, wir hatten gerade erst gestern einen Patientenbesitzer bei uns im Haus, die also jede Art von Reinpieksen aus irgendwelchen Gründen ablehnen. Man kann es wirklich nur noch mal betonen und auch, Sie werden diese Besitzer haben, die Sie dann darüber aufklären müssen, dass das Nichtwissen um die Art einer Zubildung die Prognose viel schlechter gestaltet als das Hineinpieksen in eine Zubildung. Es gibt aus den 50er und 60er Jahren viele Studien in der Humanmedizin, die geschaut haben, ob die Prognose eines Patienten durch eine wie auch immer geartete Biopsieentnahme, also nicht nur jetzt zytologisch, sondern auch histologisch, ob die Prognose des Patienten sich verschlechtern könnte. Ja? Und keine dieser Studien konnte zeigen, dass die Prognose sich verschlechtert. Also auf gut Deutsch, nein, die Prognose verschlechtert sich dadurch, dass Sie nicht wissen, was Sie vor sich haben und dann gegebenenfalls gar nicht oder falsch therapieren. Ja? Also man kann immer nur wieder betonen, dass das, was da im Internet rumgeistert seit Sauerbruch, das ist einfach Unsinn. Ja, selbstverständlich dürfen Sie in einen Tumor hineinpieksen. Dann ist so ein bisschen, die Zytologie ist so ein bisschen die Grunddiagnostik in der Onkologie. Naja, wenn Sie sowas vorgestellt kriegen, das Erste, was Sie machen, ist ein Röntgenbild.
Also würde auch jeder Besitzer sofort zwanglos akzeptieren, dass Sie mit dieser Problematik sagen, hey, ich muss mal einen grundlegenden diagnostischen Test machen und der diagnostische Test der Wahl ist, dass ich ein Röntgenbild schieße. Wunderbar, das Röntgenbild geschossen und dann haben wir das bildlich vor uns, was wir eigentlich palpatorisch schon wissen, nämlich der Fuß ist gebrochen. Sie würden es aber sehr wohl als Kunstfehler betrachten, wenn jemand sagen würde, was soll ich denn das röntgen, ich kann doch fühlen, dass es gebrochen ist, dann kann ich es einfach aufschneiden, mal gucken, was ich vorfinde und dann zimmere ich das schon irgendwie wieder zusammen. Also sozusagen diesen diagnostischen Schritt des Röntgens überspringen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, würden wir für nicht sonderlich opportun halten. Wenn wir das in die Onkologie übertragen, dann wird dieser Hund Ihnen vorgestellt mit diesem, in dem Fall weichen Unterhauttumor. Und dann ist es doch immer erstaunlich, was dann passiert. Nach wie vor in vielen Praxen, da wird halt dran hingefasst und gesagt, ja, es ist ein Lipom, fühlt sich gutartig an, können Sie einfach beobachten. Oder, ja, es ist ein Lipom, das können wir mal einen Zahnstein machen mit rausschneiden. Ja? Also es wird per Palpation eine Diagnose gestellt, die man per Palpation nicht stellen kann. Sie können hier per Palpation stellen, ja, die Diagnose stellen, der Fuß ist gebrochen. Sie können aber hier nicht per Palpation die Diagnose stellen, ist es ein gutartiger Tumor oder ein bösartiger oder was auch immer. Das können Sie einfach nicht. Das heißt, hier macht man einen Test, selbst diejenigen, die das gar nicht chirurgisch versorgen, die röntgen trotzdem. Hier machen wir nicht einen Test, der nicht aussagekräftig ist, nämlich dran hinpalpieren und behaupten mit dem Brustton der Überzeugung, es sei gut oder bösartig. Schon irgendwo ein bisschen pervers. Also was würden Sie in Zukunft machen? Sie würden da reinpieksen. Okay? Das ist der diagnostische Test der Wahl. Das ist das Röntgenbild in der Orthopädie, ist die Feinnadelaspiration in der Onkologie. Das ist einfach der Basistest. Ohne das geht es gar nicht. Ja? So, und wenn Sie dann da reinpieksen und Sie kriegen das, dann ist es schlecht oder gut oder wie auch immer, ja, gibt Schlimmeres, aber was Sie zumindest schon mal nicht. Was er nicht hat, ist ein Lipom, sondern was hat er? Oh, sehr gut, wir kennen es ja schon. Also ein Mastzelltumor in dem Fall. Wäre natürlich ein Klassiker, ne, weil es sich genau anfühlen kann wie ein Lipom. Es gibt noch ein paar andere Tumoren, die sich anfühlen können wie ein Lipom, aber ein Mastzelltumor wäre natürlich ein Klassiker. Und Sie glauben mir gar nicht, was das für ein Practice-Builder ist, was Sie in Ihrer Reputation im ganzen Stadtviertel steigern werden, wenn Sie dem Besitzer nach 5 Minuten einen Stuhl setzen können und sagen können, so, Frau Meier, wir müssen mal drüber reden. Fifi hat einen Mastzelltumor, ist ein bösartiger Tumor, jetzt muss ich Ihnen ein bisschen was dazu erzählen, was wir jetzt machen müssten und könnten. Ja, extrem professionell. Aber der andere Kollege, wo ich letztes Jahr war, der hat das abgefühlt und hat gesagt, sei gutartig. Ja, der hat es halt nur abgefühlt. Ja, da kann man es halt nicht sagen. Ja, also sprich, das wird sich sehr schnell rumsprechen. Ja, und also wir machen, weiß nicht, wie viele zig Feinnadelaspirationen jeden Tag. Also es gibt keinen Patient, der in die Onkologie marschiert, der nicht eine Feinnadelaspiration kriegt. Ja, die meisten Besitzer finden es toll und einige haben Angst vor der Nadel. Ja. So. Prinzipiell kann man verschiedene Gewebeproben entnehmen und der Christian hat es schon betont, und man kann es nicht genügend betonen, die Zytologie ist keine kleine Histologie. Es gibt Dinge, die Sie zytologisch nicht gut aussagen können. Es gibt aber erstaunlicherweise auch Erkrankungen, Tumorerkrankungen, die Sie zytologisch fast besser ansprechen können als histologisch. Ja? Das heißt, für bestimmte Tumoren ist die Zytologie super, für andere ist sie nicht ganz so gut, und wir werden darüber sprechen natürlich im Laufe dieses Kurses, wo kann ich sie gut einsetzen und wo nicht. Das andere, was auch noch wichtig ist, die Zytologie ist in meinen Augen einfach ein Praxistest. Ja? Das heißt, ein On-Site-Test ist ganz wichtig, weil Sie als der Kliniker haben den ganzen Patienten vor sich, haben den kompletten Tumor vor sich, haben die Anamnese und das Signalmorphon, alles gemeinsam, zusammen mit der Zytologie. Und die Zytologie ist keine Standalone-Diagnose, sondern die Zytologie nimmt alles zusammen in Betracht. Das heißt, Sie gehen mit einer Differentialdiagnosenliste an Ihren Patienten heran. Das heißt, Sie haben natürlich die klinische Information. Ah, ich habe einen weichen Unterhauttumor. Also kommt in Frage. Zack, 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 zack. Ja? So, und das kläre ich jetzt ab.
Und da können Sie einfach differenzialdiagnostisch die fünf wichtigsten Dinge abklären, haben Sie sowieso schon 90% der Miete, denn eins von den fünf Dingern wird es halt sein in aller Regel. Ja? Und dann können Sie da, wenn Sie da logisch vorgehen, können Sie mit einer sehr hohen Trefferquote sagen, was es ist. Ja? Die Histologie ist natürlich in irgendeiner Form Gewebestücke, bei denen auch die Gewebearchitektur beurteilt werden kann. Und die ist natürlich in mancherlei Fragestellungen, nicht nur in der Organdiagnostik, sondern auch in der Tumordiagnostik, der Zytologie überlegen. Das heißt, in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Histologie sozusagen die höherwertigere Diagnose ist und Sie am Ende der Tage der Histologie mehr trauen würden als der Zytologie. Es gibt ein paar Rundzelltumoren, wo das nicht der Fall ist, aber in der sag ich mal, klassischen Diagnostik ist die Histologie höherwertiger. Man kann auf verschiedene Art und Weisen, auch das hat Christian schon angesprochen, Proben für die Zytologie entnehmen. Die am häufigsten benutzte Technik ist die Feinnadelzytologie oder Feinnadelaspiration, wobei sie gar nicht immer aspirieren. Da kommen wir gleich noch drauf, wann aspiriere ich, also wann verwende ich einen Unterdruck, um Material zu gewinnen und wann tue ich das vielleicht nicht und welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden. Also, die Feinnadel, ich sage deshalb bewusst Aspiration in Klammern, die Feinnadel-Zytologie oder Feinnadel-Aspirationszytologie ist bei weitem die meistverwendete Probe und Methode zur Probenentnahme in der Zytologie. Und der erste wichtige Punkt ist, Sie wollen natürlich an einen Ort in dem Tumor hinpieksen, wo auch repräsentative Zellen sind. Ja? Wenn man sich einen Tumor vorstellt, und wir reden jetzt nicht von der 5-mm-Knötchen, der ist vielleicht relativ homogen, sondern eine etwas größere Neoplasie, dann lässt sich dieser Tumor grob in verschiedene Zonen einteilen, Drittel, 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 wenn Sie so wollen, die mehr oder weniger brauchbares Gewebe liefern für eine Zytologie. Die äußerste periphere Zone ist häufig entzündlich infiltriert und überlagert. Und das gilt nicht nur für ulcerative Tumoren, die natürlich einfach auch nochmal über die Ulzeration und die gestörte Oberfläche natürlich prädisponiert sind für Infektionen, sondern das gilt vor allem auch für Tumoren oder überhaupt für Tumoren, auf die der Körper reagiert mit einer lokalen entzündlichen Reaktion. Im Übrigen wird diese Ihnen häufiger auch von Pathologen auch beschrieben sogar. Es gibt Tumoren, die eine ganz ausgeprägte entzündliche Umgebungsreaktion haben. Denken Sie an die Fibrosarkome der Katze zum Beispiel. So. Das heißt, dort erleben Sie in dem Tumor auch eine Entzündungspopulation oder eine Population an Entzündungszellen. Dann kommt so eine Art mittlere Zone. Da haben Sie schöne, happy, healthy, vitale Tumorzellen. Die sind sauber oxygeniert, die sind teilungsaktiv, da wächst der Tumor. Und dann haben Sie eine zentrale Zone. Da sind Tumorzellen schon aufgrund von Hypoxie und anderen Effekten nekrotisch, ja, nicht mehr teilungsaktiv vielfach. Ja. Und in diese zentrale Zone, können Sie sich vorstellen, wenn ich da reinpiekse und überwiegend nekrotische Zellen daraus ziehe, ist es schwierig bis unmöglich, eine sinnvolle Diagnose zu stellen. Nachdem ich das gesagt habe, welche Zone könnten Sie sich vorstellen, wäre denn eine gute Zone, um eine Probe zu nehmen für die Zytologie? Die mittlere. Okay? Also das mittlere Drittel, wenn Sie eine Neoplasie haben, die eine, sag ich mal, adäquate Größe hat, dass es auch diese Zonen sinnvoll gibt. Nochmal, wir reden nicht von der 5 mm Neoplasie, sondern von einer etwas mehr Substanz. Dann versuchen Sie, Ihre Probennahme auch aus diesem mittleren Drittel zu nehmen. Denken Sie zurück in der Histologie, der Pathologe wünscht sich oft den Übergang zum Gesunden. Ja? Das wollen wir in der Zytologie in der Form nicht, weil wir dann Entzündungszellpopulationen mit drin haben und immer angesichts von signifikanter Entzündungszellpopulation wird die Interpretation schwierig. Vor allem dann, wenn es sich um mesenchymale Neoplasien handelt.
Weil Entzündung als solches kann bereits Zellen so weit verändern, dass auch ein normales Gewebe relativ böse in Anführungszeichen aussieht. Der Erik wird dazu sicherlich noch mehr erzählen, wenn es um geht, Entzündung versus Tumor. Ja? Das heißt, wir wollen also immer einen, im Endergebnis auf unserem Objektträger Probenmaterial haben, was weit überwiegend aus Tumorzellen und nicht aus Entzündungszellen besteht. Und auch das screenen Sie, wenn Sie Ihre Probe anschauen im Mikroskop, hey, wie viele Entzündungszellen habe ich denn drauf? Sprich, wie verlässlich ist denn mein Ergebnis am Ende der Tage? Ja, also möglichst wenig Entzündungszellen. Gut, mittleres Drittel, weil Oberfläche entzündlich, weil Zentrum nekrotisch und aus beiden Regionen wollen wir eigentlich nicht den Tumor haben. Natürlich können Sie mit der Nadel sehr einfach aus verschiedenen Arealen im Tumor Proben entnehmen, sodass Sie sozusagen eine Art repräsentativen Querschnitt kriegen. Aber trotzdem ist die Zielsetzung hier das mittlere Drittel. Ich hatte es schon angesprochen, Sie können entweder mit oder ohne Aspiration entnehmen. Die Aspiration dient dazu, Gewebezellen aus ihrem Verband zu lösen und in die Kanüle zu befördern, nicht in die Spritze. Die Spritze dient dazu, das Vakuum aufzubauen, mit dem Sie aspirieren, mit dem Sie Zellen aus dem Gewebeverband lösen, nicht zur Probensammlung. Okay? Jetzt gibt es natürlich Tumoren, die sehr stark blutig sind, ja, die sehr flüssigkeitsreich sind und Sie stechen Ihre Nadel da rein und aspirieren und schwuppdich haben Sie Material in der Spritze selber und dann schmeißen Sie das ganze Ding weg, machen Sie es nochmal wieder. Ja, oder Sie haben einen Tumor oder ein Gewebe vor sich, wo einfach die Tumorzellen extrem fragil sind, das kennen wir zum Beispiel aus Lymphknoten, ja, dass lymphatische Blasten sehr, sehr fragil sind und wenn Sie dazu sehr aspirieren, also zu viel Unterdruck machen, dann zerreißen Sie einfach diese Zellen und dann noch fleißig ausstreichen, dann haben Sie sie erst recht zerrissen, Sie haben am Ende der Tage nur Matsche auf Ihrem Objektträger. In diesen Fällen kann man auch nur schlicht die Kanüle nehmen und nur die blanke, nackte Kanüle einfach in das Gewebe einstechen. Logischerweise sammelt sich dann Material ausschließlich in der Kanüle, was so mehr oder weniger ausgestanzt wird. Ja? Und dann sich in der Kanüle sammelt. Und dann können Sie es natürlich, danach müssen Sie natürlich eine Spritze aufsetzen, um es ausblasen zu können. Das Material. Aber sehr blutreiche Aspirat, Tumoren, bei denen Sie mit einer Aspiration nachher feststellen, rausgestrichen habe, zerreiße ich alle meine Zellen. Zytologie ist, wer macht denn Zytologie schon im Haus? Insofern sage ich, die gute Message ist, Sie brauchen eigentlich investieren. Die Investition für die Zytologie ist extrem. Da haben Sie eh schon ganz normale und dann und zwar nicht benutzen, sondern es gibt Deck 22. knapp 2,5 cm breit, die auf zwei. Der Grund ist, der dass Sie Ihre Zeit ist klar, es handelt sich um ein extrem dünnes mitgebracht, das heißt, ich kann das gerade mal holen. Aus der Fäkal.
Machen wir gleich. Die meisten von sehr einfach in der Anwendung, kostengünstig. Die Marke in ihre Farbeeigenschaften. Ist nicht so. Dermatologe, wenn sie ihm Ausstrich eigene Farbe. Was sie haben sollten für die Zytologie. Ja, also ein 100er gut. Was auch noch auf einer Firma noch keine hat, bekommt sozusagen ein diese 20 Sprechzimmer, weil sie wollen ja nicht jedes Mal danach rennen, weil sie werden jeden reinpacken. Jeder Knoten einfach mit der einen Hand fixieren und mit der anderen und die Pistole nutzen, weil sie eben ein unendlich riesiges ja, welche Kanüle nehmen wir denn für die Aspirin? Kanüle. Sondern einfach sagen, okay, ich nehme die Aspiration. Dass sie für die meisten Situationen gut ist. Kein Material so größeren eigentlich mal, zum Beispiel, wenn Sie Knochen Menge Materialmenge machen Sie eine nächste Aspiration Mineralstellen. Dann gehen Sie vielleicht eine kleine
der Schwarzen in der Lunge aspirieren. Eine Läsion. Wir hatten es vorhin kurz mit über das Risiko oder die Proben in Worst-Case-Szenario aus, also ein bösartiges wollen, dann wollen Sie einen Biopsiekanal, ein Stich oder wie auch immer Schnittkanal, der Ihnen eine Probe bringt, immer so legen, dass Sie im Wesentlichen auf dem kürzesten Weg zum Tumor kommen und dieser Stichkanal oder Biopsiekanal bei einer definitiven Therapie, in dem Sinne einer Operation oder auch bei einer Bestrahlung, mit entfernt wird bzw. im Bestrahlungsfeld liegt. Ja? Ich erlebe es leider immer wieder, gerade auch in der Maulhöhle zum Beispiel, dass Leute so biopsieren, dass sie zum Beispiel durch die Lippe durchpieksen, eine Läsion, die in der Gingiva sitzt. Etwas sinnlos. Ne? Heben sie halt die Lippe an und gehen sie direkt in die Masse rein. Noch schlechter, weil sie natürlich dann Tumorzellen in die Lippe hineinbringen können. Das heißt, das Gewebe, was sie nachher brauchen, den Defekt wieder zuzumachen, wenn ihr das Loch in den Kiefer geschnitten habt, ist dann potenziell tumorzellkontaminiert. Ja? Also, Biopsiekanäle sind immer zu entfernen. Das Problem einer Metastasierung, dass sie also wirklich effektiv eine Metastasierung in Gang setzen, die ja, wie Christian schon gesagt hat, ein sehr multi-step komplizierter Prozess ist, das ist praktisch gleich null. Das Risiko, dass Sie Tumorzellen in den Stichkanal transplantieren können, ist nicht metastasieren, es ist physisches Transplantieren, die besteht, je nach Tumorart mit unterschiedlichem Risiko. Solange Sie aber diesen Stichkanal danach entfernen, ne, weil er halt in der, beim Hauttumor in der drüberliegenden Haut, die dann eh mit rauskommt bei einem maligen Tumor, ne, dann ist es kein Problem. Dann haben Sie den Bereich, durch den Sie durchgestochen haben, mit draußen und dann ist es kein Problem. Nur der Stichkanal muss halt so gelegt sein, dass er Ihnen nicht in einem Gewebe liegt, was Sie nachher brauchen für die Rekonstruktion, sondern das Gewebe muss mit raus. Und dann ist auch kein Problem. Die Menge an Luftunterdruck. Es geht nicht darum, jetzt einen Giga-Unterdruck hervorzurufen, sondern irgendwo zwischen 2 und gelegentlich auch mal bis zu 8 Milliliter brauchen Sie, um eine adäquate Probemenge zu gewinnen. Ja? Es ist sinnvoll, während Sie aspirieren, während Unterdruck angelegt ist, die Nadel in verschiedene Richtungen vorzuschieben, in dieser Drittelzone. Ja? Wenn Sie ohne Aspiration, wie vorhin erwähnt, dann können Sie natürlich die Kanüle ohne Spritze verwenden, einfach nur die Kanüle und reinpieksen und dann ist eben die Probenentnahme durch Schneiden gegen den Gewebewiderstand, Sie stanzen sich damit sozusagen was aus. Sie können dabei prinzipiell auch den Tumor etwas digital komprimieren. Das erhöht den Druck im Tumor und verbessert das Ausstanzen, gilt auch für die Aspiration. Und Sie können auch, so wie es hier gezeigt ist, eine Spritze haben, die bereits Luft vorgefüllt ist, wo ein paar Milliliter Luft drauf ist, aber dann nicht unter Aspiration reingehen, sondern einfach reinbieksen und wieder rausziehen und dann einfach ausblasen. Da müssen Sie nicht erst aufsetzen. Ja, kann nichts eintrocknen in der Kanüle. Ja. Sie stechen also in den Tumor ein, Sie brauchen nicht zu rasieren und desinfizieren, tun Sie beim Impfen auch nicht. Ich sage auch in der Regel dem Besitzer, weil die meisten kriegen dann die Krise, wenn sie mir dann, oh, was wollen Sie denn jetzt machen? Ja, reinpieksen. Oh, das tut es weh. Ja, das ist nicht schlimmer als impfen. Und noch die zweite Message, Tumoren spüren keinen Schmerz. Ein Tumor ist nicht innerviert. Das heißt, wehtun tut nur der Stich durch die Haut, wenn es ein Unterhauttumor ist, tut nur der Stich durch die Haut. Und im Tumor ist eh keine Innervation, das heißt, der Tumor selber verspürt sowieso keinen Schmerz. Also selbst wenn Sie dann da mehrfach drin rumpieksen, ja, ist das nicht schmerzhaft. Okay. Sie aspirieren, wenn Sie aspirieren, irgendwo mit, sage ich mal, anfangend 2 bis 5 Milliliter Unterdruck, unter Vorschieben in verschiedene Richtungen. Und Sie hören auf mit dieser Maßnahme in dem Augenblick, wo Sie Material ja, im Spritzenkonus, der ist ja so ein bisschen transparent, ja, man kann ja das mit Glück gucken, wenn Sie da vorne Material sehen, dass sich da was ansammelt, dass sozusagen die Kanüle voll ist, dann ist fertig. Wenn Sie dann noch einen Pump-Pump weitermachen, geht es gerade in die Spritze rein, in den Spritzenkörper rein und dann ist
diese Aspiration in aller Regel wertlos. Weil das erste Material, was Sie kriegen, sozusagen das, was nachher in der Spritze ganz da hinten sitzt in der Kanüle, das ist das Brauchbarste. Wenn Sie gerade das sozusagen in die Spritze hochziehen, dann ist das, was nachläuft, eigentlich meistens noch Blut oder Gewebeflüssigkeit. Und genau das wollen wir ja nicht haben, wir wollen Tumorzellen haben. Insofern ist ganz wichtig, Material in der Spritze ist unbrauchbar. Kriegen Sie nicht mehr sinnvoll aus der Spritze raus, ja, weil die Zellen adhäsieren an der inneren Spritzenwand, ja, und sind dann nicht mehr zu entfernen oder nur unter sehr großem Aufwand. Ja. Sie müssten dann das resuspendieren mit einer Zytozentrifugation, diese Zellen wieder auf den Objektträger bringen und so. Und die allerwenigsten von uns werden jetzt eine klassische Zytozentrifuge bei sich in der Praxis rumstehen haben. Völlig wertlos ist, da eine Riesenaspiration zu machen, da irgendwo 2-3 Milliliter Flüssigkeit zu aspirieren und dann die Spritze mit dem Inhalt dem Pathologen zu schicken. Da guck mal, ob da Tumor drin ist. Ja, kriegen die Pathologen ständig aus Körperhöhlen, Ergüssen und sonstigen Dingen. Ist völlig wertlos, Geld nicht wert. Ja, weil bis das 2 Tage später beim Pathologen ist, sind die Zellen alle tot und sonst was. Ne? Also, wir pieksen rein, ja, aspirieren, legen unser Spritzenvakuum an und die Tumorzellen befinden sich in der Kanüle. Und sonst nirgends. Logischerweise dürfen Sie dann beim Herausziehen der Kanüle aus dem Gewebe das Vakuum auch nicht mehr anlegen, weil sonst macht es ja auch und Sie ziehen sich das alles in die Spritze hoch. Ja? Sondern Sie wollen dann sozusagen die Probe auf den Objektträger aufsprühen. Logischerweise müssen Sie dann, nachdem Sie also aspiriert haben, erst einmal die Kanüle abnehmen, Luft aufziehen in die Spritze, die Kanüle wieder aufsetzen. Es hört sich banal an, aber ich kriege diese Fragen. Ja, Kanüle wieder aufsetzen und dann haben Sie einfach Ihren Objektträger und da sprühen Sie das drauf. Wie viel Material möchte ich denn haben? Was ist denn meine Zielgröße? Die steht hier. Ich möchte eigentlich einen einzelnen Tropfen haben, der in seinem Durchmesser irgendwo zwischen 3 und 6 Millimetern ist. Also ein großes Problem, ob Sie es glauben oder nicht, ist nicht die Frage, habe ich zu wenig Material, sondern die meisten Probleme beim Einsendezytologien ist, dass die Pathologen sagen, ich kriege viel zu viel Material, einen viel zu dicken Ausstrich. Ja? Also die Probe sollte idealerweise zwischen 3 und 6 Millimeter sein, das Tröpfchen, was dann auf den Objektträger kommt. Wenn mehr Material in der Kanüle ist, dann verteilen Sie das durchaus auf 2 Objektträger. Also nicht sagen, alles was jetzt in der Kanüle ist, muss auch leider auf diesen Objektträger und dann gibt es halt einen Klecks mit einem Zentimeter. Nein, wenn Sie sehen, oh ja, jetzt sind ja schon 4 mm Durchmesser Kleckschen da drauf, dann gehen Sie halt zu einem zweiten Objektträger und blasen da den Rest drauf. Jetzt haben Sie sozusagen einen Klecks Flüssigkeit, der Zellen enthält, auf dem Objektträger. Ja? Warum ist es ein Problem, wenn da zu viel Material drauf ist? Das gleiche Problem wie bei einem Blutausstrich. Sie können sich ja mal das Experiment machen, indem Sie einfach einen Riesenklecks Blut nehmen und dann so einen riesen dicken Blutausstrich machen und das dann trocknen, anfärben und im Mikroskop anschauen. Dann sehen Sie lauter kleine abgekugelte Zellen, wo Ihnen kaum möglich ist zu unterscheiden, ist das jetzt ein Granulozyt oder ist das irgendwas Lymphatisches oder sonst was. Einfach warum? Weil diese Zellen sozusagen in diesem dicken Flüssigkeitsfilm aufschwimmen und sich abkugeln. Wir wollen aber eigentlich in der Zytologie, und dies vor allem in der Tumorzytologie, lauter kleine Spiegeleier produzieren. Ja, wir wollen die Zelle ganz flach haben. Und das gelingt natürlich nicht, wenn der Flüssigkeitsfilm zu dick ist und die Zelle die Möglichkeit hat, da drin zu schwimmen. Ja, natürlich trocknet das dann auch irgendwann ein und der Objektträger trocknet. Aber er trocknet halt mit dieser abgekugelten Zelle. Und wie wir nachher noch feststellen werden, und Erik wird Ihnen das nahe bringen, dass wir uns natürlich die Zelle anschauen und vor allem auch den Zellkern anschauen wollen. Mit Tumoren, also Neoplasien, Krebs ist eine Erkrankung des Zellkerns. Und Sie werden feststellen, dass Sie eben die meisten Veränderungen auch im Zellkern sehen. Ja, also müssen Sie den Zellkern beurteilen können, es geht nicht bei so einer abgekugelten Zelle. Also Materialausstrich muss so sein, dass es nicht zu dick ist. Jetzt gibt es verschiedene Ausstrichtechniken. Und die Frage kam vorhin schon, mache ich da rechtwinklig oder mache ich das gerade? Das ist nicht so entscheidend. Ja? Also hier ist es jetzt mit diesem im rechten oder kreuzförmigen Art und Weise aufgelegten zweiten Objektträger bezeichnet. Aber Sie können auch einfach die zwei Objektträger, so mache ich das in der Regel, so übereinander legen und so auseinanderziehen.
Oder das kleine Deckgläschen, also ich sprühe üblicherweise auf ein kleines Deckgläschen aus, ne, und nehme ein zweites Deckgläschen und streiche mit dem zweiten Deckgläschen aus. Aber Sie können auch auf einen Objektträger aussprühen und dann mit einem Deckgläschen ausziehen, wie Sie wollen. Entscheidend ist am Ende der Tage, Sie haben mit jedem Ausstrich, produzieren Sie sozusagen zwei, mit jeder Aktion produzieren Sie zwei Gläschen, zwei verwertbare Ausstriche. Ja? Am Ende sollte Ihr Ausstrich genau so aussehen. Ja? Das heißt, das Material soll nicht bis zum Rand gehen, sondern eine schöne Fahne produzieren. Tumorzellen sind oft recht schwer, im Verhältnis jetzt zu Erythrozyten zum Beispiel. Das heißt, die schweren Zellen finden sich oft in dieser Fahne wieder. Wenn Sie keine Fahne haben, weil der Blutausstrich so, oder der Ausstrich so dick ist, weil Sie irgendwie bis zum Rand hingeschmiert haben, dann verzichten Sie auf wichtige Informationen. Dann haben Sie einfach viel zu viel Material auf dem Objektträger. Also so soll es aussehen nachher. Ne? Wenn Sie das zweite Gläschen auflegen, dann, was Sie nicht machen sollten, ist dann irgendwie diesen zweiten Objektträger drauf rumquetschen, drehen, schleifen, sonst was. Ja? Sondern Sie legen das ganz locker auf, halten den zweiten Objektträger noch in der Hand dabei. Und die Verteilung des Tropfens soll ausschließlich durch quasi die Oberflächenspannung oder was auch immer das physikalisch ist, zwischen diesen beiden Gläsern erfolgen und nicht durch Druck, Quetschen, Schmieren oder Sonstiges. Und dann ziehen Sie das in dem Augenblick, wo der Tropfen sich auf das Doppelte seines Durchmessers ausgebreitet hat zwischen den Objektträgern oder zwischen den Gläsern, dann ziehen Sie es ganz locker auseinander. Bitte nur ein einziges Mal, also nicht auflegen, Schmier, 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 sondern wirklich, es ist kein Butterbrot, ne? Sondern Sie auflegen, es dauert einen Bruchteil einer Sekunde, bis dieser Tropfen sich ausgebreitet hat, und dann ziehen Sie es locker auseinander und das war's. Very, very simple. Aber ganz entscheidend, dass das technisch so läuft, sonst ist das Risiko, dass Ihre Zellen kaputt verschmieren, viel zu groß. Ja, jegliches Quetschen von Zellen vermeiden. Ja, Tumorzellen wollen zärtlich angefasst werden. So. Sie können es natürlich, es sind nur so ein paar Techniken, die Sie, wie gesagt, für sich selber ausprobieren können. Man kann das auch wie ein Blutausstrich ausstreichen. Ja. Eben auch da wieder eine Fahne wollen Sie nachher sehen. Es gibt auch so Kombinationstechniken, wo Sie dann einen Tropfen eher so länglich ausspritzen und dann einerseits mit einem Objektträger ausstreichen und die andere Hälfte mit dieser Blutausstrichtechnik, und dann kriegen Sie eben in den verschiedenen Zonen unterschiedliche Zellen. Also hier werden Zellverbände am besten dargestellt. Bei zellarmen Präparationen haben Sie in der Mittelzone hier die meisten Zellen und hier haben Sie die, besonders bei den fragilen Tumorzellen, das beste Ergebnis. Am Ende der Tage scannen Sie halt diesen Ausstrich, wo finde ich meine brauchbarsten Zellen. Ja. Auch diese Technik gibt es, wo man dann mit der Kanüle sozusagen das sternförmig auszieht. Ja. Ich finde, dass das nach wie vor trotzdem zu dicke Ausstriche macht. Ich verwende das sehr, sehr selten. Ja. Auch da einfach mal probieren, ja, ob einem das am besten gut gelingt, hier auf die Tour gute Ausstriche zu produzieren. Ja, der Vorteil ist natürlich, da Sie keinen zweiten Objektträger auflegen, zerreißen Sie fragile Zellen nicht so. Ja. Häufig haben Sie aber eben einen zu dicken Ausstrich nach wie vor, dass Sie es gar nicht so flach hinkriegen. So. Also, wie gesagt, ich verwende eben diese großen Deckgläschen sehr gerne. Sie haben in jedem Fall zwei zytologische Präparate und dann gehen Sie her und tun den Objektträger wegen mir ungefärbt zum Pathologen schicken, nehmen Ihr Deckgläschen und färben das selbst. Jetzt sagen Sie, ja, wie soll ich denn ein Deckgläschen mikroskopieren? Natürlich geht das nicht, denn Sie können es nicht auf Ihr Mikroskop auflegen, aber dann nehmen Sie einfach ein neues, unbenutztes Deckgläschen, Objektträger, tun einen kleinen Tropfen Immersionsöl drauf und nehmen dann Ihr Deckgläschen mit dem gefärbten Aspirat kopfüber, ist wichtig, kopfüber, ja, mit der Butterseite nach unten da drauf. Das Immersionsöl breitet sich dann aus und haftet dann sozusagen das Deckgläschen an, erhöht sogar noch den Kontrast, das ist ganz gut, ja, und dann können Sie ganz normal mikroskopieren, ja, mit dieser Kombination sozusagen. Ja. Und das Mindeste, was Sie tun am Mikroskopieren, ist überprüfen, wie ist denn meine Qualität, habe ich einen Haufen Roadkill produziert
oder sind da brauchbare Zellen drauf? Sind überhaupt Zellen drauf, Tumorzellen drauf, ne? Oder ist das nur Blut? Und wenn es nur Blut ist, dann müssen Sie sich überlegen, entweder mache ich den ganzen Kladderadatsch nochmal, ich aspiriere nochmal, oder es ist halt nicht geeignet, dieser Tumor, für eine Aspirationszytologie. Ich brauche vielleicht eine Schuckert-Biopsie oder sonst irgendwas. Ja? Nur es nutzt nichts. Wenn Sie keine Zellen drauf sehen, sieht der Pathologe auch keine. Ja? Dann brauchen Sie es nicht schicken. Ja? Und wenn es nur so aussieht zum Beispiel, dann haben Sie einfach, waren Sie zu grob, zu wenig zärtlich Ihren Tumorzellen gegeben. Das ist nur Roadkill, das heißt nur verschmiert. Ja? Das sind nicht etwa Haare oder Würmer oder sowas, sondern es sind einfach kaputte Zellen. Also nochmal, die Einsendezytologie nicht färben, und am Ende der Tage ist für uns am brauchbarsten, natürlich gibt es verschiedene Färbungen, das können Sie gerne durchlesen, aber für unsere Bedürfnisse ist der beste Kompromiss diese sogenannte Diff-Quick-Färbung. Ja, die ist kostengünstig, einfach in der Handhabung, ist einfach ideal, das ist eine Kaltfärbung sozusagen. Was auch noch ganz wichtig ist, was ich auch immer wieder höre und sehe, das Trocknen des Ausstrichs, da wird geblasen, da wird über Bunsenbrenner gehalten und lauter Zeug, ja, das ist alles Unsinn, ja, sondern Ihr Ausstrich sollte eigentlich durch die korrekte Technik so dünn sein, dass er binnen kürzester Zeit schlicht und ergreifend an der Luft trocknet. Sie brauchen weder Pusten, da pusten Sie nur Speichel und Bakterien drauf, ne? Sie brauchen keine Bunsenbrenner und nichts. Ne? Wenn das so viel auf dem Ausstrich, wenn der Ausstrich so dick ist, dass Sie Bunsenbrenner brauchen, um ihn zu trocknen, dann ist er eh zu dick. Ja? Also einfach nur Luft trocknen, der muss auch in ganz kurzer Zeit trocken sein, dann ist er verwertbar, also kein Wedeln, Pusten oder Bunsenbrenner oder sonst was. Abschabezytologie verwenden wir im Haus eigentlich nur intraoperativ, das heißt, ich als Chirurg oder meine Kollegen rufen mir und sagen, hey, ich habe da mal hier diese Probe, guck doch mal, ist das ein Lymphom oder ist das dies oder jenes, ne? Ist das ein Tumor, was ist es denn für ein Tumor? Ja? Dann haben wir also ein kleines Stückchen Gewebe, und dann können Sie hergehen, entweder mit dem Skalpell drüber streichen und dann letztendlich das Skalpell benutzen wie das Butterbrotmesser und ausstreichen auf dem Objektträger, ja? So wie hier. Oder Sie können dieses Stückchen Gewebe nehmen, zunächst einmal auf einem Fließpapier trocken tupfen, ja, und dann, wenn Sie keine Gewebeflüssigkeit mehr haben, dann diesen sozusagen trocken getupften Gewebeanschnitt vorsichtig und langsam durch Aufberühren, nicht schmieren oder streichen oder sonst was, sondern nur drauf ditschen, ja, auf den Objektträger. Das reicht schon, um Zellen abzulösen, die dann sozusagen auf dem Objektträger haftend angefärbt werden können. Ja. Alternativ können Sie natürlich auch den Objektträger aufs Gewebe tupfen, wenn es ein kleines Gewebestück ist, dass Sie das irgendwie festhalten mit einer Kanüle oder mit einer kleinen Pinzette und dann den Objektträger da vorsichtig drauf titschen. Ja. Gut, das war's. Ja, gibt's Fragen dazu? Ja. Man hat nicht nur flüssigen Tropfen, sondern ein bisschen festeres Material, das verweicht. Mhm. Und dann, wenn ich das nur ganz locker auflege, dann bleibt dieser Tropfen, ja, trocken, ja. Position, ja. Und verteilt sich nicht. Ja. Das ist auch in Ordnung, weil im Randbereich werden Sie immer dann irgendwo einen Monolayer kriegen. Ja, also dann würde ich nicht irgendwie gewalttätig mit diesem Bröckchen, was Sie da ausgestanzt haben, mit Ihrer Kanüle umgehen, sondern ich würde dieses Bröckchen, wenn Sie den Objektträger auflegen und drüber streichen, haben Sie immer auch von diesem Bröckchen weg nochmal Zellen, die dann in einem Monolayer ausgestrichen sind. Ja? Das ist sogar sehr schön, wenn das Ihnen gelingt. The practical, just as you said. Just as you Thank you.
Morgen. Ich habe eine lange Reise hinter mir heute Nacht. Ich bin sehr schnell gefahren, das mache ich nie. Und ich habe nicht gemerkt, dass meine Waage dann sehr viel Gas nimmt und dass die meisten Tankstellen schon geschlossen sind. Und die letzten 20 Kilometer hat mein Waage gesagt, du hast kein Gas mehr, du hast kein Gas mehr. Und das war in der Mitte in der Nacht so, das war sehr, sehr nett. Aber ich habe es gemacht. Ja, ich habe nur noch 15 Minuten, glaube ich, um meinen Vortrag zu machen. Aber ich werde das etwas länger machen dann. Sie sollen etwas warten auf Ihre Kaffee. Ich werde es auf Englisch machen. Ich kann etwas Deutsch reden. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir ruhig auf Deutsch die Frage stellen. Aber wenn ich die Citrologie unterweisen, dann soll ich auch die Details ansehen. Und das klang mir etwas besser in Englisch dann auf Deutsch. Ich hoffe, dass Sie Verständnis dafür haben. So, I switch to English. If you have cases like this, the question is, of course, is this a tumor or is this inflammation? This doesn't look good, but it could be a septic mastitis in which we can give antibiotics and we can cure the dog. But it could also be an anaplastic carcinoma. And when it looks inflammatory like this, usually this means that we cannot cure the dog and he will die shortly. Could be an inflammation, could be tumor. This is tumor, there's no doubt about it. So we can say, well, cut it out and don't do cytology. But that's not true, because if it is a histiostoma, you do not have to stage the dog. You do not have to look for metastasis. You can do your surgery perhaps a little bit different. If it's a mast cell tumor, before you are going to do surgery, you have to do your staging of the animal to see if there are metastasis and things like that. So even in these cases in which you clearly see a skin tumor, you have to do cytology first in order to know what you are going to do and the rest with this dog. Looks like a lipoma, feels like a lipoma. The question is it a lipoma? The only way to find out is by doing cytology. So the answer, of course, today is cytology. I always show this picture. It's from Johannes Müller. To give you a historical perspective. He was the first to do cytology on tumors, and that was in 1847. He's a physiologist from Berlin, and at that time, of course, we didn't have cameras to make pictures, so you have to make drawings of what you saw. And already in this drawing, there are many malignancy criteria present. So he really looked very carefully at the cells that he saw. Cytology, well, it has been mentioned before, it's a simple, easy technique. It is cheap, fast. You do not need anesthesia in most of the cases. Perhaps in the face or in the end of the legs, that the foot pads might be a little bit painful. But apart from that, you do not need any anesthesia. There's no risk for metastasis. Of
loud enough, I think, and this is only disturbing me. There is no risk for metastasis, like Martin already said. And another advantage is that you can take multiple biopsies. It has disadvantages. We do not see histological searches. So we cannot make diagnosis that the pathologist make, like an infiltrating adenocarcinoma. We do not see that he's infiltrated. We do not see the searches. Sometimes we can get a guess that it's an adenocarcinoma. Central lobal liver necrosis. Such kind of diagnosis we cannot make because we do not see histological searches. So our diagnoses are different from the diagnosis that the pathologist. A golden rule is tumor positive results are more reliable than negative results. So if you see malignancy, or Stockhouse. Yeah. I've had a very short night, so please be a little bit patient with me. So if you see malignant tumor cells, it's more reliable than if you don't see. If you have a tumor like this, and if you aspirate the center of the tumor, you could have a lot of necrosis in the center of the tumor. So you could see inflammation and necrosis, and not the tumor cells. That doesn't mean that it's not a tumor. So that's a common rule you always have to remember, that if you do not see tumor cells, it still can be a tumor. It could be a very small lesion that you missed completely, and you just aspirate fat, and you missed the tumor. It's the same looking at parasites, or looking at bacteria. If you don't see them, still could be there. If you see them, that's much more proof than if you don't. So this is one of our golden rules. Positive results are more reliable than negative results. Further, characterization of tumor sometimes can be difficult. So we can say, okay, it's tumor, it's maybe malignant. It's difficult to see what is the tumor type. For pathologists, that's also sometimes the case. But then he makes extra slides, he does extra staining to see what is the tissue origin of it. You can do a fluorescein stain or whatever kind of extra stain, and then decide, okay, it is a mesenchymal type of tissue, so most likely this is so. That's not possible, at least not easy to do in cytology. So if we look at the list of what we can do, we can actually aspirate everything that we encounter. All masses and fluids then that we see can be aspirated, collected, smeared. So the list is very long. And sampling techniques I'm not going to discuss much because Martin has already told you that we can have all kinds of different ways of collecting material. Collecting with fluids, we can make a swab to see if there are yeast in the air. We can make an aspirate with only the needle of a pistol to see if there are bacteria in it. We can make an imprint, although this technique hardly ever used, except for malassezia, and we can do an aspiration biopsy. This is what Martin already showed you. It's basically all your equipment that you need. There's all kind of excellent techniques. Martin showed you the gun, which is overused. I don't use it because I think it's not flexible in my hands. This is another thing, this is the CBO, gives you a little bit more flexibility. For those of you who are interested, I think this means something. You can look at it. But basically, a good aspiration technique and a good smear technique, like Martin demonstrated to you, is the key to the cytology. And this is an expression from Victor Perman, who was one of the first to write a cytology book in, I think it was in the 70s of the last century. And he said, garbage in, garbage out. If you do not make a good aspiration smear, you will never get a good cytology report. So you need a good biopsy. Okay. So, what kind of microscope? Well, these days are over. So we now have these kind of microscopes. Use a binocular. It
this smear. Because in those cytolysis, you want a lot of contrast and not a lot of light. So what you will do, you do your condenser down and diaphragm, you're closed. With cytology and hematology, you need a lot of light. So you open your diaphragm completely and your condenser is up. And if you have a blue filter, throw it away, don't use it, it's completely used. And we use, like Martin said, a 10, or looking at where should I look at my glass. So we scan the glass first, and then we say, okay, this is a nice area. Then I usually start looking with 20 times, and when I want to know more details, I go to the 100 times. The 40 and 50 times, strangely enough, are the most expensive objectives on the microscope, and I never use them. So you can spend extra money buying a good microscope and not buying this very expensive objective. So, now we are going really to start with cytology. Okay? I have to wait a long time, and now we are going to look for the results. What is our approach? Well, I have this stepwise approach. First, we are going to look at what is the tissue origin. Step 2, is it inflammation or is it tumor? Step 3, if it is tumor, is it a benign tumor or is it a malignant tumor? And last step, can I tell a little bit more of the tumor? What kind of type is the tumor? So, the first step is what is the tissue origin? And we have different types of tissues. We have hematopoietic tissues, and those are the cells that are coming, that are originating from the bone marrow, like mast cells, histiocytes, lymphocytes, erythrocytes, neutrophils, those kind of cells. Then we have the epithelial glandular, so like the name says, is the skin, the mucosa, all kinds of glands, those cells. And we have the mesenchymal tissue, like bone, cartilage, fibrous tissue, that is all mesenchymal. Then we have a fourth category, nervous tissue, that we are not going to aspirate to the time being. So basically we have three types of tissue. Why are we going to look at tissue origin in the first place? I'm trying to explain that with this picture. We have a car, and we have a bumper, and we see these little brown places on the bumper. And we can ask ourselves the question, is that normal or is that abnormal? And if you see these little brown places on the bumper on the car like this, that's abnormal. If you see it on the car like that, it's completely normal. What I want to say with this is we can start looking at malignancy criteria, but these criteria could be completely normal for certain cell types and completely abnormal for others. For example, malignancy criteria do not apply to the hematopoietic cells. There are basically only four the epithelial glandular tissues. And you can also use them for the mesenchymal, but you have to be careful with that. So before we are going to look at these criteria, we have to know what kind of tissue do we have. Is it hematopoietic? Then we don't look at malignancy criteria. Because the hematopoietic cells have our own set of rules. And that is, they can look completely normal, but if they are completely monomorphous, if you all see the same type of lymphoblasts in the smear, that's abnormal. But the lymphoblast on its own is not looking abnormal. It's completely looking normal. But the fact that I only see this monomorphous population of lymphoblasts makes that it's a malignant population of cells. And that's completely different with the epithelium and mesenchymal. Okay? So you understand why we start with looking at tissue origin? So let's have a look at the hematopoietic cells. How do they look like? Well, they are characterized by the fact that they are individual cells. They are round cells, and they have a round nucleus, and they have distinct cell borders. And it is often easy to get a lot of these cells. So the cellularity on your smears is high. Here you see some.
So we see many cells. You see that they are round. They are individual, but they are not connected to each other. And they have a round nucleus. They have a very distinct cell border. And they are many. Okay, here you see macrophages. This is a very big cell. And this is the nucleus, and he has even all kinds of stuff. You see also a lot of naked disrupted nuclei, but we don't look at those. Okay, so we only look at the intact cells. Don't look at the disrupted cells. Then we see this little thing. Anyone has an idea what this is? Right, yeah, this is the erythrocyte. Why is it important to recognize the erythrocyte? Because it gives you a sense of the size of the other cells. We all know that the erythrocytes are 8 and 9 micrometer, but that's not that important. What you can see is that these cells are 1.5 to 2 times as big as erythrocytes. So when we see the erythrocytes on the picture, then we immediately know how big the other cells are. It gives us an feeling of how big are these cells. Okay? Here we see the erythrocytes again. You see them? But now we immediately see that the other cells are much bigger. They are 4 or 5 times the size of an erythrocyte. Although they look the same here, they are much bigger, so it is an other magnification. So just looking at the erythrocytes gives you immediately a sense of the size of the other cells. Okay? But it's always a nice trick to remember. Here, once again, you see that these are hematopoietic cells. They are individual cells, they are round cells, they have a clear cytoplasmic border, and they have a round nucleus, as you can see here. And you have already recognized them. Of course, Martin showed them to you. These are mast cells. Here, once again, individual cells, round nucleus. And it just demonstrated to you that sometimes it's not perfect. You know, these cells can't read the books, so they are not always exactly as we want them to look like. And this one is not looking perfectly round, and this one also. So you have to look at the whole picture, and sometimes you have to go to another area of the smear where it is more clear and to see what is my tissue looks like. So we come to the second group, that's the epithelial cells. And here the cells can be individual, but usually they are in groups. They can be in clusters, and they can be in nice monolayers, they can and even form some acinic structure. Benign ones usually have round nuclei, they have a lot of cytoplasm, and once again, it's easy to collect them, and they have distinct cell borders. Well, here we see a cluster. We see that these cells are connected to each other. And although we cannot see the cytoplasm here, we see some cytoplasm here, but we can easily see that these cells are connected. There are a lot of cells, the nucleus is more or less round, like here, but here it is not on top of each other, but it is a nice monolayer. And once again, the cells are connected to each other. And this is a beautiful monolayer, and we see that you can even nicely see the cytoplasm around borders. So a lot of cytoplasm around nucleus, and the cells are in perfect harmony with each other. If you look here, then we once again see that the cells are connected to each other. But if you look more carefully, we start to recognize some patterns. Because this is not just a group of cells. There's a little bit more. If you look carefully, you will see that here we have an arsenic structure. You see? And there's another one here. And there's one here. You have to have a lot of imagination if you want to become a cytologist. But if you have this imagination, you can even see that there's something going like this. So this is a glandular structure. You can nicely recognize the arsenic glandular structure of this mammary tumor. So then we come to the third group, that's the mesenchymal cells.
Once again, they are individual, sometimes are some groups, and they have characteristic forms. They can be spindle form or egg shape, and they have vague cell borders. The nucleus is often oval, and it is sometimes very difficult to get the cells because they stick together very quickly. This is how it looks like. You immediately see that it has an that these cells can be really big if you compare them to the erythrocytes that are in the background. This is a really big cell, also this one. And you see that the form is also typical. It has a spindle shape. And the cell border is very vague. It's not well defined. And we have not a round nucleus. Also here we see this fibroblastic structure. Now the nucleus is round. You see, we do not get all the times all the characteristics we want. Sometimes we only have one or two of the characteristics. So you could say it's an individual cell, it's round nucleus, so it could also be hematopoietic. Yeah, but this is not the form of a hematopoietic cell. So this is more important than the round nucleus. Okay? The same here. It is the all kinds of different cells from originate from mesenchymal cells. You see the nice fibroblasts. And here you see more an egg shape. This is an eccentric nucleus. Here you see the fibroblasts, the spindle shape, form together with a more or less egg shape. Individual cells, typical cell forms, and this is mesenchymal. Okay, so if you put them together, the discrete or the hematopoietic cells, the epithelial and mesenchymal, we often see a lot of cells here, and this is more variable. And this one has this typical shell, cell shape. Cell border is unclear, and we see tissue formation, especially in the epithelial cells. Okay, so what's this? Hematopoietis, in one. Individuell, ja. Ja, kein Plan. Und was sonst? Der Kern ist rund. Ja, Kern ist rund. Und die Zelle ist. Die Zelle auch mehr oder weniger. Die Zelle ist in dort rund, ja. Und die Zellbegrenzung ist klar. Ja, genau. So, immer zu viel. Und die sind? Mesenchymal und warum? Ja, sie haben die Spindelform. Exzentrischer Kern. Exzentrischer Kern, ja, vielleicht hier, ja, okay, gut, aber die ist nicht, ne? Aber die Kern ist? Ja, wie rund der Oval, ne? Ja, und es gibt wenig dann, ne? Und diese? Ja, man kann auch sagen, es sind runde Kerne und hier individuell, es gibt sehr viele und darum sind sie beinahe keineinander zusammen. Oder nicht? Keine Klasse are native nuclei, so we said we should not interpret them. Okay, you got me there. But, nevertheless,
recognize. So you can say, okay, this has to be glandular tissue. Okay. This. Metzgemal, ja. Es gibt nicht die viele Zellen und es gibt die Fibroblastform. Ja, genau. Okay, so that's the first step. Then the second step is the information, yes or no. So we have to start recognizing inflammatory signs. And we are not going to look at all the inflammatory patterns, that would take too long, but I'll just take two of them. Just the pure length information and a more chronic information. If you look at the pure length information, there are neutrophils, there are macrophages there. There could be degenerative signs like lymph nodes and chimerorrhexis, and I will explain that. Chirolysis also, and there could be bacteria, yes or no. So, what we see here is a lot of neutrophils. I think if you let the dog out, he would be much happier in this cage. Nobody is afraid for dogs. Let them walk. So, if you see the granulocytes, they don't have any granules in them, eh? And that's strange, we call them granulocytes, but they're neutrophilic granulocytes, and they don't have, in the dog, they don't have any granules. If you see granules in the dog or cat, then it's not a neutrophil, it's a eosinophil or a basophil. So, these are neutrophils. And we see some macrophages, and this is what's called pycnosis. So every cell has a certain lifespan, and then he dies. It's called apoptosis. And under the microscope, you can see that because the cells get very condensed and become like this. And then they fall apart, and that's called chirorhexis. So pycnosis and chirorhexis are signs of normal cell death. In contrast with what we see here, this is called chirolysis. Here the cells are completely disrupted, but there is a reason for it. Because these cells have eaten the bacteria. And here we have aseptic inflammation. If you see bacteria, it's always important to see if the bacteria are intracellular. If they are not intracellular, then it could be contamination. If, for example, your you have abdominal fluid and you want to see if it is septic or not, and you're going to stain it. But your colleague had a feces sample the day before and he stained that in the same stain. So if you have your abdominal fluid and you stain it and you see a coli bacteria, you might say, oh gee, I have to do a laparotomy because there is a gastrointestinal ulcers or something like that. But it could just be bacteria coming from your stain because of your nice colleague. But if you see the bacteria intracellular, then it's absolutely not a contamination. Then it is real. Okay, so you have to look for intracellular bacteria, and then it is proof that we have said inflammation. Here also you see eosinophils, you see neutrophils, and you see intracellular. This is not fungus or pills or whatever you call it. These are degenerated nuclear material. Okay? And these are intact cells. Here we see abdominal fluid, and we see some nice mesothelial cells. We see neutrophils that are hypersegmented, the sign that they are mature. You do not see bacteria, we see a lymphocyte. And we see a nice big macrophage. You see the all kinds of stuff. These are degenerated cells, but this is from a bronchial lavage. And here we see also segmented cells, but now we see that they have some granules inside. So these are not neutrophils. And then we can choose between basophils or eosinophils, and these are eosinophils. When we look at our chronic inflammation, then we still can find some neutrophils. But now we are going to see other cells. We can see plasma cells. We can see small lymphocytes. Sometimes we can see fibroblasts or multinucleated giant cells. So when we look at this, we recognize
bigger. He hardly has any cytoplasma. If you look carefully, you see a small ring of cytoplasma in him. That's all. You see some histiocytes, and that's all what you can see. If you look here, then you see the multinucleate giant cell. We see segmented cells, but they have granules, so they are not neutrophils, it must be eosinophils. We see plasma cells and very hyper-stained cells, most likely these were lymphocytes. A special form of more granulitous information is the pyogranulitous information. And this is characterized by the fact that we see neutrophils, a lot of multinucleated giant cells, plasma cells, and histiocytes. And here we see the plasma cells, we see the multinucleated giant cell, we see the neutrophils, and we see the histiocytes. Also here, a very big multinucleated giant cells. You see the neutrophils. And what I always say, if you see a pyogranulous information, spend a little bit more time for looking for so-called aliens, strange things. And if you look here more carefully, you can see what the alien in this information is. You see some fungus. But it could also be future material, it could be toxoplasmosis, really all kinds of strange diagnosis. So spend some time in looking at it. Here you see huge giant cell with neutrophils, and if you look carefully, you can recognize the fungus once again. So that was step two. Then we come to step three, and that is malignant or is not malignant. And we have malignancy criteria. And there's two types of malignancy criteria. One that is originated from the cytoplasma, and one that's dealing with the nucleus. So if you look at the cytoplasmic malignancy criteria, you see the list here. Oncocytosis, meaning different size of cells. Macrocytosis, huge cells. Basophilia, very strong blue stain. These cells are active, they produce a lot of protein in the messenger RNA, and that stains blue. More important blue stain is the variation in basophilia. Remember, these malignancy criteria were for epithelial cells, eh? And epithelial cells are cells that are connected to each other. Cells that are connected to each other are usually in the same stage of development. It would be strange that we have a cell here that is just beginning and another one that's very well differentiated. So usually that goes gradually. If we see cells next to each other that suddenly has a big difference in how they look like, because there's oncocytosis or because there's a variation in basophilia or whatever, that's bizarre, because it should go gradually. So very quick changes in morphology is abnormal. Abnormal cytoplasmic inclusions, phagocytosis, that's abnormal, and a high NC ratio, standing for a high nucleus cytoplasma ratio, meaning there's not much cytoplasma, we only see the nucleus. These cells are dividing rapidly, and they don't, just to say, they don't have time for the cytoplasma, they're more concerned about proliferation, more concerned about the nucleus. And once again, variation in the NC ratio of cells next to each other is very important. So how does it work? First of all, we see immediately the basophilia, this very blue stain. By the way, we see that's epithelial tissue, huh? The cells are connected to each other, right? We see oligocytosis, a big cell and a small cell. A difference in basophilia, and we see also a difference in NC ratio. Here, a very low NC ratio because it's low cytoplasma compared to the nucleus. This one is completely filled by the nucleus, it's a very high NC ratio. If you look here, you see abnormal phagocytosis. Once again, you see striking the basophilia, the difference in basophilia. But more strikingly, even the difference in size of cells, enormous oligocytosis. You can also see cannibalism. This one is eating the other. Here again, you see it's epithelial
squamous cell, because you can see it has this sky blue color of codification, and we see two nuclei that is eating all kinds of neutrophils, which is strange, so abnormal participation. Don't be frightened, these are all the criteria that are related to the nucleus, but a lot of them is the same. So, anisokaryosis, different size of the nucleus. Microkaryosis, huge nuclei, abnormal nuclear forms, multiple nuclei, irregular nuclear membrane, irregular chromatin pattern, hyperchromasia, very dark staining of the nucleus. High hematotic index, that's the first thing you always remember when there's a malignant tissue, but that's more a sign for histology than it is in cytology. We do see them, but it's not such a prominent feature as in histology. The finding of abnormal mitosis is more important. Nuclear modeling, I have to show you, otherwise I can't explain. In the nucleus, we have these dark dots we call nuclei. And if you have many of them, or if they are abnormal form and very big, there's also a malignancy. So, that's how this looks. Well, first, have a look at mitosis. This is the way we learned it at school, how mitosis should look like. We have a nucleus, we have the centrosomes that are being formed, one goes up, one goes down. Then we have a duplication of our chromosomes. They go in the middle, in the equatorial area, and then we have these microtubes being formed, and then the chromosomes are going to the north or to the south pole, and we have two daughter cells. Okay? So this is how the fusion goes. And under the microscope, we see things like this. So all the chromosomes are in the middle here. Here, the chromosomes are duplicated, are being formed, and here we see the formation of two daughter nuclei. But things can go wrong. And we could have three poles instead of two. Or we see that there's polar asymmetry. So more material goes to one side than to the other side. There might be bridging, so overlapping of material. There might be that material is staying in the middle, called lagging. And you could have all kind of multiple forms of that. You could have these strings after the formation of two daughter cells. You could have nuclear flares, micronuclei, and nucleation. And here we see some forms. Here we see as a polar asymmetry. We see that there's more chromosomes going to the one side than to the other side. Here you see that there are not two poles, but there are three. We see some bridging. We see some material staying behind, lagging. And here you see very complex forms. So these are all abnormal mitosis. And the finding of these is a very strong sign of malignancy. Here we see abnormal form nuclei. We see some blebs, and we see some micronuclei. And we see a very big nucleus and a small nucleus. Here we see some material after the formation of the north and the south pole. We see that all kind of material is still laying in between. It's an abnormal mitosis. By the way, this is not epithelial tissue. These are basically monocytes. So if you look at this, here we see that it's once again is epithelial tissue, and we see a lot of malignancy criteria related to the nucleus. We see different sizes of the nucleus, different forms. We see very prominent nuclei, multiple, but also different in size and in form. We see very irregular nuclear membrane. Look at the anisokaryosis, a very small one and a very, very big one. Multiple nuclei, irregular chromatin pattern, hyperchromasia. Look at this nucleus. This is the nucleus, and this is the nucleus. The nucleus is as big as this nucleus. So it is a very, very abnormal. Here we see anisokaryosis. We see the multiple nuclei, different. Do you see what is epithelial
usually they should away. Don't inside the oral. It shows anisocytosis and C ratio. Anisocaryosis, a form of you need to call it a malignant. If you look at then the low immune, if you do it in a cat, then you do not have some of that many gland tissue we need. And if you're using our spheres, but that's less important. Carcinoma. Epithelium, huh? Right? Okay, it's connected. Yeah, well. B9 malignant. Two single. Yeah. They show the nucleosides. Chromatin pattern. No. Okay. Three-dimensional? Okay. So, once again, you see them? But if you start to zum Beispiel bei Analbeuteln oder bei Schilddrüsen und so weiter, wo sie ein relativ typisches Erscheinungsbild dann haben. Die erste Gruppe, die wir uns anschauen wollen, an Zellen sind die Rundzellen. Histogenetisch oder von ihrem Keimblatt her gehören die in verschiedene Kategorien. Das sind streng genommen mesenchymale, aber auch neuroektodermale Zellen mit drin. Rundzelle bezieht sich sozusagen auf die Morphologie der Zelle. Das heißt, sie ist schlicht und ergreifend rund und es sind einzelliegende Zellen, sind keine Gewebeverbände. In dem Augenblick, wo Sie sicher identifizieren können, dass ein Gewebeverband vorliegt,
ist es keine Rundzelle. Natürlich können die relativ dicht liegen auf ihrem Ausstrich, sodass sie einfach nebeneinander als separate Zellen zu liegen kommen. Das ist manchmal schwierig zu unterscheiden vom echten Gewebeverband. Aber in dem Augenblick, wo Sie sich sicher sind, dass Sie ein Gewebeverband vor sich haben, scheidet Rundzelle aus. Wenn Sie also, ich habe Ihnen jetzt hier halt so ein bisschen so Logarithmen gemacht, wie Sie sich da dran machen können sozusagen. Alle Logarithmen, egal für was Sie sie verwenden in der Medizin, manche mögen sie, manche mögen sie nicht. Ich mag sie so halbwegs, weil sie versuchen immer die Welt in Schwarz und Weiß, in Ja und Nein einzuteilen und dann irgendwo bleiben sie dann hängen, weil ein Vielleicht auftritt, ja, in ihrer Analyse. Also sprich, es hilft ihnen, aber es ist keine absolute Maßnahme. Also das Erste, was sie gucken, wenn sie sich überzeugt haben davon, dass es ein Rundzelltumor ist, dass sie schauen, liegen Granula vor, viele oder wenige. Und wenn das der Fall ist, sollten sie sich überlegen, sind das eher so violette Granula oder sind die eher braun, blau, schwarz? Wenn sie violett sind, dann ist es ein Mastzelltumor. Wenn sie braun, schwarz sind, ist es halt ein Melanom. Wenn es eine lymphoide Zelle ist, und auch das hat Erik Ihnen schon gezeigt, wie die aussehen von ihren Grundcharakteristika, dann interessiert uns, wie groß sind diese Zellen? Ja, sind sie größer als Granulozyten und wie viel größer sind sie als Erythrozyten? Haben sie, und wenn ja, wie viele Nukleoli? Und dann entsprechend sehen wir, dass es eine lymphatische Zubildung ist. Dann müssen wir eben unterscheiden, ist es ein malignes Lymphom oder ist es ein Lymphom respektive eine benigne lymphoide Proliferation oder ein reaktiver Lymphknoten oder ähnliches. Auch das werden wir einfach noch praktisch üben im Verlauf dieses Kurses. Ja? Und ihr als letzte Gruppe, wenn Sie jetzt bevorzugt einen jungen Hund vor sich haben, die Zelle rundzellig ist mit viel Zytoplasma, gegebenenfalls eine gewisse Begleitentzündung dabei ist, dann denken Sie ans kutane Histiozytom. Nicht immer können Sie die Zellen sicher zuordnen, aber häufig. Ja. Ich habe jetzt hier nur die kutanen Zellen, Tumoren drauf. Was ich nicht drauf habe, ist das Sticker-Sarkom, was ja üblicherweise, also der transmissible venerische Tumor, der üblicherweise im Bereich der Geschlechtsorgane auftritt, der aber gelegentlich auch mal an anderen Lokalisationen übertragen wird, der auch ein klassischer Rundzelltumor ist. Das ist übrigens einer, der, wenn er nicht in typischer Lokalisation ist, also an Vulva oder Penis, wo sich so mancher Pathologe den Zahn dran ausbeißt und ihnen letztendlich nur sagen kann, es ist ein maligner Rundzelltumor, weil alle Marker, die darauf verwendet sind, negativ. Für diese Patienten brauchen sie oft eine Histologie und vor allem bei den Rundzelltumoren werden sie feststellen, dass sie sehr häufig Immunhistologie brauchen. Ja, dass der Pathologe auch nur sagen kann, es ist ein rundzelliger Tumor, vielleicht dies, vielleicht jenes und brauche Immunhistologie. Also die Rundzelltumoren der Dermis, da wären die wichtigsten, der Mastzelltumor, das kutane Lymphom, das kutane Histiozytom und das Melanom. Ja? Und allen gemeinsam sind rundliche Zellen mit rundem Zellkern, keine Zellverbände und sie haben relativ deutliche Zellgrenzen. Ich stelle Ihnen nun die einzelnen Tumoren und ihre zytologischen Charakteristika vor und natürlich werden wir das nachher üben, dann gemeinsam am Mikroskop. Ne? Also der Mastzelltumor, wie Sie wissen, kann dermal auftreten, so wie hier, dass er wirklich in der Haut ist. Den gibt es aber natürlich auch als Unterhauttumor, ja, also als subkutanen Tumor und hat ganz viele klinische Erscheinungsformen. Jeder Tumor, jeder Knoten, jeder subkutane oder dermale Knoten kann ein Mastzelltumor sein. Ja. Und er kann eben dieses knotige Erscheinungsbild haben. Wir sehen häufig auch, dass der sozusagen ein subkutaner Tumor, hier ist die Haut noch drüber verschieft, liegt, dann infiltrativ in die Haut ist und eine Hautveränderung macht, eine Hautausdünnung, ein Haarverlust, Ulzeration, Rötung, ähnliches. Der kann natürlich im Schleimhautbereich sein. Auch das hier ist ein Mastzelltumor. Das wäre so der klassische subkutane Tumor, fühlt sich an wie ein Lipom. Da hier der dermale, so plaqueartig, haarlos. Vielleicht minimale Ulzeration, ja. Auch hier ein dermaler, ja. Mit Hautausdünnung, Hautveränderung. Ja. Sehr typisch für einen dermalen Mastzelltumor. Der kann auch mal so flächig, plaqueartig sein, so wie dieser hier, ziemlich groß. Auch das ist ein Mastzelltumor.
Und er kann natürlich multiple auftreten, so wie in diesem Fall. Ja, dann, wenn Sie Pech haben, als Dermatose verwechselt werden. Aber nein, es ist ein Mastzelltumor. Natürlich nicht so schön für den Patienten, so viele davon zu haben. Wie es ist zur Zytologie zu sagen, alle Rundzelltumoren zeigen eigentlich eine sehr gute Exfoliation. Das heißt, die geben gerne ihre Zellen her und folglich haben sie in aller Regel einen recht zellreichen Ausstrich. Ja, ist natürlich vorteilhaft, ne, weil sie einfach viele Zellen zur Verfügung haben. Beim Mastzelltumor haben sie oft auch relativ viel Blut mit drin im Aspirat. Warum? Naja, Mastzelltumoren enthalten eben auch Heparin, ja, sind per se schon recht blutig und oft haben sie sogar eine Nachblutung aus der kleinen Punktionsstelle heraus. Im Übrigen können sie dann schon, wenn sie in so einen weichen Unterhauttumor reingepikst haben und sie kriegen dort eine in Anführungszeichen blutige Flüssigkeit und es tropft vielleicht sogar noch ein bisschen aus der Punktionsstelle Blut nach, da wissen sie schon, ein Lipom ist es schon mal nicht. Ja? Da haben sie noch gar nichts gefärbt, geschweige denn unter das Mikroskop gelegt. Wir sehen natürlich den Runzelcharakter, diese rötlich bis violetten Granula, wobei die Menge der Granula variabel sein kann. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann ist der überwiegende Anteil der Zellen dergestalt, dass die Zelle vollgepackt ist mit Granula, gemästet, daher der Name Mastzelle, so dass Sie den Zellkern als solches nur noch schemenhaft oder gar nicht mehr erkennen können. Ja? In anderen Fällen, so wie hier, sehen Sie zwar Granula, aber Sie sehen auch den Zellkern sehr gut. Ne? Und dann gibt es eben sehr niederdifferenzierte Mastzelltumoren, die nur noch ganz, ganz wenig Granula haben. Die sind öfters schwieriger, auch zytologisch und auch histologisch, als solches anzusprechen. Ne? Zusätzlich findet man in dem Ausstrich oft auch eosinophile Granulozyten. Die Mastzelle ist ja eine sehr gesprächige Zelle. Sie korrespondiert mit anderen Zellen, hier überwiegend den Eosinophilen, ja, sodass die auch chemotaktisch angelockt werden und deshalb in einem Mastzellausstrich oft auch eosinophile Granulozyten vorzufinden sind. Wenn Sie also einen ganz niederdifferenzierten Mastzelltumor haben, wo Sie sich kaum selber davon überzeugen, dass diese Rundzelle, die sehr böse aussieht, überhaupt Granula hat, wenn Sie sich schwer tun, zu sagen, ist es ein Mastzelltumor, ja oder nein? Ja, so ein paar, wie so mit dem Pfefferstreuerchen mal drüber gestreut haben, vielleicht oder auch nicht, ein paar so ein bisschen Granula. Aber Mensch, ich habe eine ganze Stange eosinophile Granulozyten. Das würde unterstützen, dass Sie sich hierbei um einen ganz niederdifferenzierten Mastzelltumor handelt. Zusätzlich finden Sie natürlich hier diese kleinen Sommersprossen im Hintergrund. Ja, das sind freie Granula, einfach von degranulierten, von aufgeplatzten Zellen. Und das kann ganz massiv sein, diese Menge an freien Granula. Eine Gradeinteilung, ob jetzt nach Patnaik oder nach Kupel, ja, eine Gradeinteilung ist zytologisch nicht möglich. Ja, das ist eine histologische Einteilung. Sie kriegen einen gewissen Hinweis auf die Differenzierungsgrad, wenn Sie anschauen, wie sieht der überwiegende Teil der Zellen aus. Ist der überwiegende Teil der Zellen so, dass sehr viele Granula da sind? Sprich, Sie bei vielen Zellen sogar den Zellkern gar nicht sehen können, versus sind im überwiegenden Teil der Zellen weniger Granula vorhanden, ja, oder eben kaum Granula vorhanden, mit entsprechend Zunahme an sichtbaren Veränderungen im Zellkern. Das ist dann schon zumindest indikativ und Sie können dem Ganzen auch zytologisch eine Richtung geben, eher gut differenziert oder weniger gut differenziert. Eine Gradeinteilung in dem Sinne nicht, aber geht das mehr Richtung Grad 3 oder geht das mehr Richtung Grad 1, 2, kann man schon sagen. Bei der Katze sieht es ein bisschen anders aus. Katzen sind natürlich vom klinischen Erscheinungsbild lang nicht so variabel wie der Hund. Ja, insgesamt ist der Tumor dort natürlich selten. Wir haben eine deutliche Rasseprädisposition für Siamkatzen. Ja. Die Siamkatze, sage ich immer, ist der Berner Sennenhund unter den Feliden. Also alles, was an Tumoren gibt, gibt es halt auch vor allem bei der Siamkatze. Ja. Hier sehen wir entweder solitäre Tumoren im Kopfbereich, als umschriebene Läsion, oft haarlos, manchmal ein bisschen ulcerativ, so plackartig. Ja. Aber wir sehen auch eben häufiger diese Fälle mit multiplen Mastzelltumoren, ja, als mehr oder weniger ulcerative, kleinere Knötchen
an multiplen Stellen auftreten können und das dann auch häufig einhergehen mit viszeralen Erscheinungsformen, also dass die Milz, Leber, Lymphknoten und Ähnliches mit betroffen ist. Ja, hier mal die Milz mit betroffen, ne, wo sie dann eben multiple Knoten in der Milz kriegen. Der zweite Tumor, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist das kutane Lymphom. Das kutane Lymphom ist ja beim Hund in der Regel generalisiert in der Haut, plus minus ein bisschen Lymphknoten, aber meistens ist es halt einfach erstmal in der Haut. Während beim Menschen ja klassische Stadien durchlaufen werden, ist es beim Hund meistens so, dass dieses klassische Stadiendurchlaufen nicht zu sehen ist, sondern dass sie im Prinzip alle Erscheinungsformen mehr oder weniger gleichzeitig haben und auch sehr schnell sich aus mehr fokalen Veränderungen eine Generalisierung ergibt. Ja? Es gibt Formen, bei denen nur die Maulhöhle betroffen ist und oder eben die mukokutanen Übergänge. Die typische Form ist aber die, dass sie eben generalisierte Hautveränderungen kriegen. Die können sehr variabel aussehen. Ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Beispiele. Ja. Selbstverständlich gibt es auch Hautmanifestationen im Zusammenhang mit einem klassischen multizentrischen Lymphom. Das ist aber nicht das typische kutane Lymphom, was ich meine, sondern das ist ein multizentrisches Lymphom mit einer extranodalen Manifestation. Sondern das typische Lymphom ist das kutane T-Zell-Lymphom. Ja. Das kann hier mal ein Beispiel nur im Maulhöhlenbereich, was hier so Depigmentierung, plaqueartige, leicht so geschwollenes Erscheinungsbild, ja, Rötung in der Maulhöhle. Das wäre eben diese typische Form in der Haut, die dem Ganzen auch ein bisschen den Namen gibt, weil sie kriegen eben so diese fleckenartigen Haarausfall, oft mit einem Schuppenkranz drumherum. Also dass hier so ganz grob flockige Schuppen drumherum sind, dort sich die Haare auch leicht ausziehen lassen. Und das Ganze sieht so ein bisschen aus wie eine Pilzinfektion, ja, wie ein Hautpilz. Und daher auch der Name Mycosis fungoides, ja, weil das aussieht wie ein Hautpilz. Hat sonst nichts mit Pilzen zu tun, sondern einfach nur aufgrund dieses klinisch hautpilzartigen Erscheinungsbildes. Ja. Das Ganze kann dann ganz grässlich aussehen, wie mit diesem stark erythematösen Erscheinungsbildern. Sehr, sehr häufig wird das kutane Lymphom als eine Dermatose im weitesten Sinne, wie gesagt, nicht nur Pilz, sondern auch sonstige Dinge, fehlinterpretiert, dann natürlich mit Cortison behandelt, wird es ein bisschen besser, dann kommt es wieder, es generalisiert und die große Frage, was ist denn das, ne? Bis dann überhaupt erstmal eine Probe genommen wird und geklärt wird, ob es ein Tumor ist. Also erythematöse Formen, ja. Die klassische Form ist das, was wir als epidermotropes Lymphom bezeichnen. Was heißt das? Es sind die lymphatischen Zellen, die aufgrund bestimmter Homing-Rezeptoren sich in der Epidermis wiederfinden. Das sind ganz spezifische lymphatische Zellen, die sozusagen vorprogrammiert sind, dass dort ihr Wirkungsbereich ist. Und der Tumor entsteht eben dort sozusagen epidermotrop, also aus diesen lymphatischen Zellen, die in der Epidermis zu Hause sind. Also epidermotropes Lymphom, eben die Mycosis fungoides, ist die typische Form, die wir sehen beim Hund. Das ist ein T-Zell-Lymphom. Typisch, wenn auch nicht ganz pathognomonisch, sind diese sogenannten potrierischen Mikroabszesse. Das ist eben eine fokale Ansammlung dieser atypisch Lymphomzellen in der Epidermis. Wenn Sie also einen pathologischen Befundbericht lesen, dann wollen Sie idealerweise hören, dass Ihnen der Pathologe schreibt, dass er eben eine epidermotrope Ansammlung von lymphatischen T-Zellen, also sprich in der Immunhistologie auch als CD3-positiv, mit potrierischen Mikroabszessen. Das passt dann gut zu einer Mycosis fungoides. Das wollen Sie lesen in seinem Befundbericht, wenn Sie es als Histologie einschicken. Und es gibt auch diese sogenannten nicht-epidermotropen Formen, das sind im Prinzip die kutanen Manifestationsformen von multizentrischen Lymphomen, das kann dann auch ein B-Zell-Lymphom sein, aber die klassische epidermotrope Form beim Hund ist ein T-Zell-Lymphom, also CD3-positiv. Wie immer ist beim Lymphom und somit auch beim kutanen Lymphom, das gilt natürlich auch, wenn Sie ein multizentrisches Lymphom diagnostizieren, sprich in den Lymphknoten reinpieksen, neoplastische Lymphozyten sind immer recht fragil, ne, die zerreißen leicht bei der Aspiration, ne, und
Beim epitheliotropen Lymphom haben Sie anfänglich so ein durchaus ein gemischtes Bild kleiner und mittelgroßer lymphatischer Zellen, die dann zunehmend blaster werden, auch mit sehr gekerbten und zum Teil so kleeblattartigen Zellkernen, also gar nicht nur runde Zellkerne, sondern auch so bizarren Zellkernformen. Ja. Und dann haben Sie mehr oder weniger basophiles, also blaues Zytoplasma, manchmal auch mit Vakuolen. Ja, das wäre ein typisches Erscheinungsbild, was Sie, wenn Sie derartige Knoten oder Hautareale aspirieren, dann einen zytologischen Befund kriegen. Beim nicht-epitheliotropen Lymphom, durch das, dass es eben einfach eine Manifestation eines nicht-primärkutanen Lymphoms ist, ist es deutlich uneinheitlicher. Die können, es ist manchmal schwierig, diese Zellen von einem nicht differenzierten Mastzelltumor oder und vor allem vom Histiozytom zu unterscheiden. Ja? Wenn Sie ein kutanes Histiozytom aspirieren und das zum Beispiel einen Humanpathologen schicken, der macht Ihnen immer ein kutanes Lymphom daraus. Ja, weil das so aussieht wie ein Lymphom. Der kennt die Erkrankung gar nicht. Und was er nicht kennt, kann er nicht diagnostizieren. Ja? Die gibt es nur beim Hund, ja? Nicht beim Menschen. Also kann der Humanpathologe ein kutanes Histiozytom nicht richtig einsortieren. Das wäre das kutane Histiozytom, das kennen Sie alle, das ist der Tumor, der ein echter Notfall darstellt, weil wenn Sie ihn nicht schnell genug wegoperieren, geht er von selber weg. Ja? Also ist mein Tumor, wo Sie wirklich abwarten dürfen. Klassisch junger Hund mit dieser knopfartigen, selten größer als 1 Zentimeter, meistens nur so im 5 bis 8 Millimeter Bereich, haarlose, manchmal leicht ulcerative Zubildung im Kopfbereich oder an den Gliedmaßen, ist häufig, ne? So ein bisschen knopfartig. Und je weiter das voranschreitet, desto mehr ulzeriert das dann und geht dann weg. Ja? Also, ne? Meist haben Sie eine Spontanremission nach 2 bis 3 Monaten. Also diese 2 bis 3 Monate können Sie schlicht aussitzen beim jungen Hund, weil der Tumor von selber weggeht. Ja. Zytologisch, wie sieht das aus? Sie sehen, es ist ein klassischer Rundzelltumor, aber im Vergleich zu den lymphatischen Zellen, die Sie bisher gesehen haben, deutlich mehr Zytoplasma, oft auch so ein bisschen exzentrischer Zellkern. Das Zytoplasma ist relativ blass, ja, mehr, blasser als Sie erwarten bei einem Lymphom. Ja. Sie haben ein deutlich Anisokaryose, und das heißt eine Anisozytose, also deutlich unregelmäßige Zellkerngröße. Und wenn Sie sich dieses Zellbild anschauen und sagen, ja, ich habe einen Rundzelltumor, aber wow, der hat aber ziemlich maligne Kriterien. Ja, Sie sehen sehr unterschiedlich große Zellen, unterschiedlich große Zellkerne, gegebenenfalls auch mal mehrere kleine Nukleoli. Ja. Dazwischen im Übrigen so manche Entzündungszelle, hier vorwiegend lymphatische Entzündungszellen, also kleine Lymphozyten. Und ja, das sieht dann recht aggressiv aus vom Zellbild, was dann, Klammer auf, den Humanchirurgen dazu bringt, zu sagen, das muss was Böses sein, Klammer zu. Und ja, dies könnte ein ganz niederdifferenzierter Mastzelltumor sein. Also scannen Sie gut nach eosinophilen Granulozyten oder nach Granula. Aber es kann eben auch ein Histiozytom sein. Ja? Also sich dieses Bild einprägen, wir werden es nachher noch üben. Wenn Sie viele Entzündungszellen drin finden, vor allem lymphatische Zellen, ist das bereits ein Zeichen von Regression, ja, oder von Beginn der Regression, weil die ist T-Zell vermittelt. Das heißt, dann können Sie sogar zum Besitzer sagen, es wird nicht 2, 3 Monate dauern, sondern ich habe das aspiriert, das ist ein kutanes Lymphom, sondern schon haben Entzündungszellen mit drin. Ich gehe mal davon aus, dass das in 14 Tagen, 3 Wochen weg ist oder so regressiv ist, dass Sie deutlich klinisch sehen, dass es auf dem Wege wegzugehen ist. Das können Sie dann schon aussagen darüber. Nochmal hier Differentialdiagnose, Mastzelltumor Grad 3, Plasmazelltumor, Basalzelltumor, da ein bisschen aufpassen. Kutanes Plasmozytom, Plasmazelltumoren, eben Tumoren der Plasmazellen, kommen im Wesentlichen im Knochenmark vor und werden dann als multiples Myelom bezeichnet. Also das sogenannte medulläre Plasmozytom. Das soll uns aber heute nicht beschäftigen, sondern wir reden heute über die sogenannten extramedullären Plasmazytome oder im Onkologenjargon EMPs genannt, extramedulläre Plasmozytome. Dazu gehört natürlich das kutane Plasmozytom und das Plasmozytom in der Schleimhaut, ja, in der Mundhöhle zum Beispiel sehen wir die häufig. Und das kutane Plasmozytom unterscheidet sich streng von den anderen extramedullären Plasmozytomen und erst recht von den medullären Plasmozytomen.
Früher hat man die irgendwie wild bezeichnet, wenn Sie so alte Pathobefunde und so alte Publikationen ansehen, dann finden Sie irgendwelche wilden Bezeichnungen dazu. Was haben wir als Histologie? Wir haben einen Rundzelltumor, der relativ pleomorph aussieht, in der Histologie. Und häufig sagt Ihnen der Pathologe nur maligner Rundzelltumor oder Verdacht auf maligner Rundzelltumor, Klammer auf, Rat zur Immunhistochemie. Es könnte sich um einen, dann kommt was, Histozytom oder ein Lymphom oder einen anderen Tumor handeln, ja, Grad-3-Mastzelltumor ist natürlich immer dabei. Also machen Sie Immunhistochemie dann und dann gibt es immunhistologisch dann weist Ihnen der Pathologe sogenannte Light Chains, also Leichtketten nach und damit können Sie sicher sagen, das ist ein Plasmozytom. Also der Nachweis, immunhistologischer Nachweis in der Histo von Light Chains beweist Histozytom. Kave, wenn der nur sagt, oh ja, da machen wir mal CD3, CD20, also ein Marker für B- und T-Zellen, ja, dann sind die natürlich häufig CD20 positiv. Und dann sagt er, es ist ein B-Zell-Lymphom in der Haut. Da würde ich schon mal vorsichtig sein bei einem B-Zell-Lymphom in der Haut. Wir haben gerade gehört, klassische epidermale epidermotrope Lymphom ist T-Zell-Typus. Das wäre ja dann ein nicht-epitheliotropes Lymphom. Dann würde ich sofort den Light Chains nachfordern und siehe da, die sind dann positiv. Dann war es eben doch nur ein Plasmozytom. Also Sie müssen als Kliniker dann oftmals direkt anfordern. Das machen die Pathologen nicht immer freiwillig sozusagen oder das komplette Panel. Sie müssen da mitdenken, was Sie dann bei den Rundzelltumoren an Immunhistologie haben wollen, um letztendlich die Diagnose zu stellen. Ja, also CD79A oder CD20, also unsere B-Zellmarker, die können positiv sein bei diesem Tumor. Gut, in der Zytologie, wir sind erstmal in der Klinik, wir haben ältere Tiere, große Rassen. Der Tumor kommt vor allem an den Pfoten vor, im Kopfbereich, hier Maulhöhlenschleimhaut, Lippe, Ohren, ja, sieht dann so aus, so ein bisschen wie ein Histozytom. Ne? Meist sind die auch relativ klein. Er kann relativ aggressiv wachsen, sodass der Patientenbesitzer mit Blaulicht zu Ihnen in die Praxis kommt. Ganz, 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 ganz selten nur haben diese Patienten systemische Veränderungen. Es ist kein multiples Myelom. Sie werden keine Hyperkammaglobulinämie sehen, Sie werden keine Hyperkalzämie sehen, Sie werden nichts im Knochenmark sehen, es ist einfach nur ein Haut- oder Schleimhauttumor. Ja? Vom biologischen Verhalten sind die eigentlich fast immer benigne, auch wenn sie histologisch oder auch zytologisch relativ aggressiv aussehen. In der Regel, wenn Sie es chirurgisch rausnehmen, bei marginaler Exzession ist das schon kurativ. Ja? So, wie sehen die aus? Rundzelle und klassisch haben sie, wenn solange sie es ausreichend lang im letzten Färbebad gestellt haben, sind die relativ dunkelblau, ja, die Plasmazellen. Und sie haben diesen exzentrischen Zellkern mit einer Aufhellungszone nebendran, die quasi diesem Golgi-Apparat entspricht, den eben die Plasmazellen einfach haben. Also die perinukleäre Aufhellungszone, exzentrischer Zellkern, stark basophiles Zytoplasma. Das wäre typisch. Melanome. Finden wir natürlich in der Tiermedizin in multiplen Lokalisationen, bevorzugt oral, ja, macht 50% knapp aller oralen Tumoren aus, zumindest bei einigen Rassen. Dann natürlich kutan, in der behaarten Haut, dort sind sie meistens, nicht immer, aber meistens benigne. Dann subungual, also im Nagelfalz, dort sind die fast immer maligne, und zwar sehr maligne. Ja, und dann noch an diversen Orten okular, worauf man nicht näher eingehen wollen, intraokular, periokular, also brauchen wir heute nicht drauf eingehen. Also letztendlich, was Sie sehen, ist oral und subungual. Ja, die sind praktisch immer maligne. Und dann die dermalen in der behaarten Haut, die sind häufig oder fast immer benigne. Jetzt sehen Sie schon, wie schwierig es sein kann, wenn Sie aspirieren und dem Pathologen auf den Antrag schreiben, wo es steht Herkunftsort der Zytologie, dann schreiben Sie drauf C. So. Melanome sind ausgesprochen schwierig in der Histologie zu sagen, ob es gut oder bösartig ist. Ja, ein sicheres Kriterium ist eigentlich nur die Vorhandensein von Metastasierung. Zweitwichtigste Kriterium ist mitotischer Index für den Pathologen, um ihnen zu sagen, ob es böse oder gutartig ist. Wenn der Pathologe weiß, Zehe, möchte er eigentlich ganz gern wissen, kommt es aus der behaarten Haut der Zehe, es ist einfach nur ein Hauttumor an der Zehe, oder ist es subungual,
im Nagelbettbereich. Daran sehen Sie, es ist ein sehr gutes Beispiel, wie wichtig es ist, dass Sie einen Pathologen exakt mit klinischen Informationen füttern, sprich, wo genau kommt meine Probe her? Und nur einfach die Helferin draufschreiben zu lassen, Herkunftsort C, reicht nicht aus. Ja, das macht es den Pathologen unglaublich schwierig, eine Dignitätszuordnung zu machen, gerade beim Melanom. Wenn wir uns die Zytologie anschauen vom Melanom, klar, wenn die melanintragend sind, dann haben sie eben ja, fast so ein teeriges Aspirat mit massenweise blau bis grün, braun-schwarzen Melaningranula. Das ist dann so, dass sie auch da wiederum den Zellkern gar nicht oder kaum sehen können, sondern einfach nur so einen schwarzen Klecks drauf haben. Ja. Aber gerade auch in der Mundhöhle oder an der Zehe, gelegentlich auch in der kutanen Haut, kann der Melaningehalt gering sein, ganz gering sein. Dann sehen Sie schon, dann wird es durchaus schwierig, das von einem Mastzelltumor zu unterscheiden oder komplett abwesend sein. Die sogenannten amelanotischen Melanome, ja, berüchtigt aus der Maulhöhle, die sind nicht zwangsläufig bösartiger als die tragenden. Überhaupt nicht. Also die Menge an Melanin ist jetzt zum Beispiel für ein Maulhöhlenmelanom nicht entscheidend für die Wahrscheinlichkeit der Metastasierung oder sonstiges biologisches Verhalten. Aber sie machen es dem Pathologen und auch Ihnen in der Zytologie ausgesprochen schwer. Nämlich dahingehend, dass wenn Sie kein Melanin haben, also wenn Sie ein paar Zellen haben, die Melanin tragen, dann sind das die Verräter sozusagen, die helfen Ihnen. Und ich kann Ihnen sagen, dass gerade beim weitgehend amelanotischen Melanom der Mundhöhle, kommen wir morgen nochmal drauf, die Zytologie häufig viel besser ist als die Histologie. Das ist richtig schwierig für einen Pathologen, ein amelanotisches Melanom anzusprechen, ja? Während das, weil es keinen sicheren Marker gibt und es einfach auch ein grundzelliges Sarkom sein kann, Punkt. Ja? Und Sie suchen halt die Zellen viel, viel genauer durch, ja? In der Tausendervergrößerung finden halt doch drei Zellen mit Melaningranula drin, und sagen, bingo, ja, es ist ein rundzelliger Tumor mit Melaningranula, es ist ein Melanom. Ja? Also wenn es vorhanden ist, das Melanin, dann, ja, wenn Sie so einen Tumor vor sich haben, ja, Sie können sagen, es ist eine Rundzelle, die sieht auch recht böse aus, ja, aber Sie können halt nicht sagen, ist es, was ist es für ein Tumor. Ja? Gut, dann haben Sie noch den Herkunftsort, Mundhöhle oder was, ja, wo Sie sagen, gut, könnte ein amelanotisches Melanom sein. Kave, wenn Sie was interpretieren, dass Sie nicht Melanophagen, also ein phagozytierte Melaningranula, häufig in Lymphknoten, ja, dass dort Makrophagen drin sind, die Melaningranula phagozytiert haben, für eine Metastase im Lymphknoten fehlinterpretieren. Ja. So, kommen wir zu den epithelialen Tumoren. Die Haarfollikeltumoren, epidermale Zysten, das ist ein dermaler, derber Knoten, das ist einfach ein derber Knoten in der Haut, nicht in der Unterhaut. Manchmal mit einem zentralen Porus, der so ein grütziges Material enthält. Ja. Zytologisch ist es dann so ein amorphes, keratinhaltiges, stark basophiles Zeug. Ja. Und dann sehen Sie da drin auch noch keratinisierte Epithelzellen und so basalzellartige Zellen. Ja. Klassisch auch noch so Cholesterinkristalle. Das wären dann epidermale Zysten oder Haarfollikeltumoren. Beides könnten Sie nur histologisch auseinanderhalten, ist aber letztendlich für die klinische Relevanz nicht entscheidend. Das ist ein gutartiges Ding und ja, man kann es drin lassen oder man kann es mit einer kleinen Aktion rausmachen. Plattenepithelkarzinom sind in der Regel eine Mischung aus Zellverbänden und eben auch viel einzelliegende Zellen mit einem recht heterogenen Zellbild. Sie haben eben große, keratinisierte Zellen, also recht mit blauem Zytoplasma oder auch kleine bis mittelgroße rundliche Zellen. Ja? Wenn Sie nachher die Plattenepithelkarzinom-Zytologien anschauen, dann werden Sie das nachvollziehen können. Die Keratinisierung geht einher mit dieser starken Blaufärbung der Zelle. Ne? Und Sie sehen zum Beispiel hier auch bis hin zu leicht spindelförmigen Charakteristika, ne? Gewebeverband. Ja? Oft natürlich sekundär infiziert, was es schwierig macht, weil es eben als Plattenepithelkarzinom gezwungenermaßen in der Oberfläche liegt. Hm? Oft haben wir große Nukleoli, ja? Wir haben eben diese großen Zellkerne in einer großen eckigen Zelle, nehmen Sie den Erythrozyt als Größenmaßstab, das sind riesig große Zellen. Sie können eben diese leicht geschwänzten Zellen, wir sagen dazu Kaulquappenzellen oder im englischen Sprachgebrauch Tadpole Cells,
kaulquappenartige Zellform zum Teil und klassisch auch die perinukleäre Vakuolisierung, ja, dass sie um den Zellkern rum diese Vakuolen haben. Das wäre auch typisch noch. Basalzelltumoren sind in der Regel benigne, vor allem bei der Katze häufig, ne, sind eben diese knopfartigen Dinger, ja. Manchmal zystisch, die können auch pigmentiert sein und somit ein Melanom vortäuschen. Und sie bestehen aus dem basalen Epithel der Epidermis. Wir haben in der Regel dann so Zellverbände aus gut differenzierten, teilweise so ein bisschen bandartig aufgereihten Zellen. Die können auch so ein bisschen rundzelligen Charakter haben. Das ist so ein Tumor, wo es schwierig ist zu differenzieren, ist es ein Zellverband oder ist es eine Rundzelle. Ja? Manche schmeißen die sogar zu den Rundzelltumoren mit dazu. Ja, also sie können relativ scharf abgegrenzte Zellgrenzen haben. Das ist ein klassischer Fall, wo Sie sagen, ist das jetzt ein Rundzelltumor oder sind da Gewebeverbände dabei, dann ist es epithelial. Ja? Talgdrüsen, also von den Hautdrüsen, die hautadnexalen Tumoren, Talgdrüsen, relativ klassisch hier diese großen Zellen mit so einem kleinen Zellkern und dann so vollgepackt mit so einem vakuolären Material, eben Talg. Ja? Immer auch in Zellverbänden, rundlichen bis polygonalen Zellen, große Zytoplasmamenge im Verhältnis zum Kern und dieses schaumige Zytoplasma. Ja? Natürlich haben sie auch noch den klinischen Erscheinungsbild. Manchmal haben sie auch geringgradig maligne Veränderungen, die sie eben nicht überinterpretieren dürfen bei diesem Tumor. Und am Ende der Tage, hatte ich ja schon gesagt, gibt es auch mesenchymales Gewebe in der Dermis, deutlich mehr in der Subkutis natürlich, ja, die klassischen subkutanen mesenchymalen Tumoren, Fibrosarkom, Mangaperizytom und so weiter, die wird der Erik nachher behandeln, aber da sehen wir halt diverse subkutane Tumoren, die sekundär in die Haut einwachsen können, klassisch hier für Hemangioperizytom, ja, das sind alles Hemangioperizytome beim Hund, die dann zunächst einmal als weicher Unterhauttumor mit unveränderter Haut sich darstellen, dann zunehmend zu einer Hautausdünnung mit Fellverlust führen und dann eben auch hier zunehmend ulzerieren, bis sie dann so aussehen. Ja, und gut, dann kommt der Besitzer und sagt, seit gestern hat er das. Und da finden Sie dann eben diese spindelzelligen Formen, ja, die der Erik Ihnen schon gezeigt hat, runder bis ovaler Zellkern, bis längs ovaler Zellkern. Ja. Dort haben Sie häufig schwierig, das einem Ursprungsgewebe zuzuordnen. Also zu sagen, oh, das ist jetzt ein Myxosarkom versus das ist jetzt ein Fibrosarkom, ja, ist ganz schwierig. Sie können nur sagen, es ist ein maligner mesenchymaler Tumor. Ja. Da brauchen Sie dann wieder klinische Parameter, den Subtyp zu bestimmen. Zum Beispiel, dass Sie wissen, ein großer Hund mit einem Tumor an der Gliedmaße, ja, naja, und Sie pieksen rein, es ist ein subkutaner Tumor, Sie pieksen rein, es blutet und Sie haben diese geschwänzten Zellen, ja, naja, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Hemangioperizytom. Einfach aufgrund von klinischem Erscheinungsbild, Blutungsneigung, Typus der Zelle, Lokalisation des Tumors etc. pp. Ja, das gehört ja auch zu den Mastzelltumor-Lipomartigen Unterhauttumor. Okay, gibt es dazu Fragen? Wenn nein, dann würden wir so verfahren, dass wir, also eigentlich könnten wir jetzt noch ein bisschen Aspiration üben, aber ich würde vorschlagen, die erste Gruppe kann schon was essen gehen, weil das Essen ist wahrscheinlich angerichtet. Die zweite Gruppe oder zweite Teil, wie auch immer, ich meine, das dauert nur 5 Minuten, aber die eine kann ja schon mal in die Schlange stehen und schon mal was essen. Die anderen können dann nachher hier noch in diesen Raum kommen, dass sie einfach mal einmal so ein bisschen aspirieren und durch so einen Durchgang machen, ja, dass sie mal ein Aspirat herstellen und gucken, habe ich das auch sozusagen gut gemacht, ja, von der Färbung und vom Ausstrich her und so weiter. Ne? So, ja. Ja. Meistens ist es schon ersichtlich, dass ein Rundzelltumor ist, aber da gebe ich Ihnen völlig recht. Melanome, der Pathologe sagt, Melanomas are the great pretender. Die können aussehen wie alles, histologisch und zytologisch, durchaus spindelförmigen Charakter annehmen, epitheloid aussehen oder eben klassisch rundzellig aussehen. Das ist ganz schwierig. Kommt, dann, ich meine, der überwiegende Anteil der Zellen wird dann rundzellig sein.
Und wie gesagt, Sie scannen dann wirklich durch, ob Sie irgendwo Zellen haben mit Pigment. Mein leicht ist, wenn natürlich viele Zellen irgendwo Pigment tragen, dann ist es eine Blickdiagnose. Und wenn Sie dann einfach sehen, es ist offensichtlich ein Rundzelltumor in der Mundhöhle, wir kommen aber da morgen nochmal drauf, ne? Es gibt ja nicht so viele Rundzelltumoren in der Mundhöhle, da muss natürlich das Melanom ganz, ganz oben stehen. Und ja, es gibt auch mal Mastzelltumoren, es gibt Mycosis fungoides in der Mahl, es gibt Plasmazelltumoren und so. Die gibt es schon, aber deutlich seltener. Also würden Sie von Ihrem diagnostischen Algorithmus hergehen und sagen, okay, es ist ein rundzelliger Tumor, dann lassen wir mal nach Pigment gucken, wenn er irgendwo Pigment hat. Und wenn dann die Rasse noch stimmt und das Erscheinungsbild noch stimmt, dann ist es Melanom sozusagen. Ne? Tumor haben Sie eine gute Chance, wieder differenziert, dass doch ein paar Migranula sind schwarz und die weniger. Und wie Zelltumor. Genau. Ja. Artefakt nur einfach, ja. Diese finden sicher. Wenn da so viele Granulare ist nicht typisch für ein Basal. Auch nicht unbedingt typisch. Zellulär haben. Dann wissen Sie, artefaktisch auf dem Objektträger drauf. Einen Tumor haben und relativ, also da ist tatsächlich viel Zellmembran, ja, nur nackte Zellen, ja, man soll eigentlich immer nur, ja, was dann schon wieder Analbeutel CAs, aber da wissen Sie, ja. Gut, auch da haben Sie einen Typen, da haben ist es dann klar, was es ist, eben nur die bereit sind, klinisch mit ganz viele Fragen auftauchen. Die Regel ist sich nicht an einer Zelle festbeißen. Kann irgendwas, was das ist. Und der Rest gut, dann schon zum Mittagessen, die andere Hälfte. Genügend zu essen, keine Angst.